Ein Berliner Duell in der Regionalliga Nordost und damit herzlich willkommen live bei Ostsport TV an diesem zweiten Spieltag in der Regionalliga Nordost. Die VSG Erdlinike empfängt den BFC Dynamo. Wir sind hier live im Jahn-Sportpark in Berlin-Prenzlauer Berg, unweit des Berliner Fernsehturms. Also heute dieses Duell, das die letzten 5 Male an den BFC ging. 4-mal in der Liga, 1-mal im Pokal haben die Dynamos gegen die VSG Erdlinike gewonnen. Und das will die Mannschaft von Carsten Heine, die VSG Erdlinike, natürlich heute versuchen, gerade zu biegen. Wir schauen mal auf die Tabelle. Da ist natürlich noch nicht so viel rum, aber der Form halber trotzdem der Blick aufs Tableau auf Platz 1. Der SV Babelsberg 03 bisher mit reiner Weste. 2 Spiele, 6 Punkte. Greifswald gestern spät den Ausgleich bekommen in Jena, 90+2, deswegen steht da nur eine 4 anstatt einer 6, aber das lässt sich trotzdem sehen. Erfurt auf 3, 1:1 gestern im Topspiel gegen Energie Cottbus, der BFC auf 7 mit 3 Punkten, die können also heute auch auf 6 stellen. Und wenn wir umblättern, sehen wir den FC Energie 1:1, gerade angesprochen gestern gegen Erfurt, der erste Punkt in dieser Saison. Und die VSG Erdlinike auf Platz 15, unglücklich letzte Woche verloren, auch in letzter Minute bei Lok Leipzig mit 1:2. Deswegen steht hinten bei den Punkten noch die 0. Das wollen sie heute ändern. Großer Umbruch im Sommer vor dem vorletzten Spieltag. Ja, schien es so, als wenn die Lichter ausgehen bei der VSG Erdlinike. Dann kam aber doch die Wendung vor dem Spiel gegen Erfurt und so sind sie weiter dabei in dieser Regionalliga Nordost. Es kamen viele neue Gesichter, 22 Abgänge, 17 Neuzugänge, nur 5 Spieler sind geblieben aus der letzten Saison. Sie haben sich sehr prominent verstärkt. Unter der Woche haben Akaki Gogia verpflichtet und ja, was der drauf hat am Ball, das haben wir schon mal aufgenommen in der Aufwärmung. Der hat da einige Kunststückchen zu bieten. Heute erstmal noch auf der Bank, also noch nicht in der Startelf von Carsten Heine, aber das kann sich alles schon mal sehen lassen. Ist ja mit Union in die erste Bundesliga aufgestiegen, hat 22 Mal in der Bundesliga für Union und den FC Augsburg gespielt, kam jetzt von Dynamo Dresden und soll die VSG also in der Offensive verstärken mit seiner Erfahrung. 31 Jahre ist er alt. Unter der Woche hat Erdlinike noch ein Testspiel bestritten gegen RB Leipzig, gegen den Bundesligisten. 2:9 verloren, aber sicherlich auch viel mitgenommen. Und heute dann also hier gegen den BFC Dynamo. Und wie sie es angehen wollen, das habe ich Carsten Heine gefragt. Da geht es ja die Statistik ein bisschen aufzuhübschen. Und was wollen sie denn dagegen tun, gegen diese Negativserie zuletzt gegen den BFC Dynamo? Ja, wir wollen es einfach besser machen. Es ist richtig, wir haben in der letzten Saison nicht das Optimale erreicht gegen den BFC, die ja auch eine gute Mannschaft hatten und jetzt auch wieder haben. Und wir freuen uns jetzt auf dieses Spiel. Und jetzt ist mal unabhängig von der Vergangenheit, beide haben ja fast komplett neue Mannschaften auf dem Feld. Und da wollen wir natürlich heute sehen, dass wir den Bock umstoßen zu unseren Gunsten, denn das konnten wir ja auch schon in den letzten Jahren beweisen, dass das durchaus gelingen kann. Es war nicht so sicher, wie es mit Erdlinike in der Saison weitergeht. Im Mai waren da große Fragezeichen. Wie sehen Sie die Dinge heute vor dem zweiten Spieltag? Ja, das muss man gar nicht dramatisieren. Es war so, dass wir also wirklich in der letzten Woche vor dem Erfurter Spiel das Go bekommen haben, dass es weitergehen wird, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben. Und dann galt es jetzt dann schnellstmöglich zunächst mal eine Mannschaft wieder auf den Platz zu bekommen, und da muss ich sagen, ist eine Menge passiert und wir sind zum gegenwärtigen Stand auch damit zufrieden, wenn man diese kurze und knappe Zeit in Betracht zieht, dass da natürlich noch einige Dinge ins Laufen kommen müssen, das ist logisch, das geht vielen Mannschaften so und da hoffen wir, dass wir schnellstmöglich dann alle so agieren können, wie wir uns das vorstellen. Und die Mannschaft kann sich sehen lassen. Mit Akaki Gogia wurde nochmal ein Hochkaräter in der Woche verpflichtet. Wie soll das Ganze spielerisch aussehen, weiter mit diesem ja sehr offensiv ausgerichteten Fußball? Ja klar, das ist ja das, was Spaß macht. Also wir wollen schon sehen, dass wir wieder sehr viel nach vorne spielen. Aber eine Analyse der vergangenen Saison hat ja auch ergeben, dass wir auf zu einfache Art und Weise oftmals Gegentore hinnehmen mussten. Und das wollen wir natürlich dabei abstellen, aber trotzdem, der Fußball soll weiterhin
Spaß machen, auch den Jungs auf dem Platz, die Leute, die zuschauen und uns natürlich auch. Aber wir wollen vor allen Dingen auch erfolgreichen Fußball zeigen. Ja, vorne hui, hinten fui, so konnte man es vielleicht nennen letzte Saison bei der VSG. Mit 66 Toren hatten sie die beste Offensive der Liga, ein Treffer mehr erzielt als der FC Energie Cottbus. Daran wollen sie also anknüpfen und ich habe es schon angesprochen, es haben viele Spieler den Verein verlassen. Wenn wir mal die letzte Saison sehen, da gab es ein 2:1 zu Hause für den BFC gegen Altlinike, im Rückspiel dann ein 3:2 hier für den BFC im Jahn-Sportpark gegen die VSG. Und von diesen ganzen Torschützen ist nur noch Tolcay Gyergi übrig geblieben. Die anderen, Zeiger zum Beispiel oder Cedric Euschen, Marvin Kleiss, alle nicht mehr in Diensten bei beiden Vereinen. Und einer, der letztes Jahr bei der VSG noch im Tor stand, ist jetzt beim BFC Dynamo. Und das ist Leon Bethke. Und der kann es nicht nur zwischen den Pfosten, der zeigt nicht nur seine Qualitäten im Tor, sondern auch im gegnerischen Strafraum, hat letzte Saison einmal getroffen in Babelsberg. 90 plus 6, schon die Ecke. Torhüter Bethke war mit vorn, da ist er, Leon Bethke, das ist einfach unfassbar, das Tor für die VSG Altlinike in allerletzter Sekunde, der Torwart trifft, was für Szenen im Karl-Liebknecht-Stadion. Ich habe einfach nur drauf gehalten irgendwie, aber ich habe irgendwann, als ich 10, 12 war in der Halle, immer Stürmer gespielt, aber nur für 2 Minuten, weil dann war ich kaputt. Und später ist dann wieder zurück ins Tor gegangen. Vielleicht ist heute da was hängen geblieben. Ja, Leon Bethke, 26 Jahre alt, 3 Jahre hat er bei der VSG Altlinike gespielt, 85 Spiele insgesamt und ja, dieses Tor gegen Babelsberg erzielt, das war das 2:2 in der 96. Minute und damit hat er den Punkt gerettet und hat sich jetzt durchgesetzt beim BFC. Gegen Kevin Sommer ist die Nummer 1 für diese Saison im Tor von Dynamo von Trainer Heiner Backhaus. Der BFC letzte Woche mit einem 3:0 Auftaktsieg gegen den Drittliga-Absteiger, gegen den FSV Zwickau. Überzeugende Vorstellung dort und viele attestieren dem BFC ja eine Favoritenrolle in dieser Saison. Es ist die 2. Saison unter Heiner Backhaus und dort wurde ja ausgegeben, dass man sich im 1. Jahr finden möchte und dann im 2. Jahr nochmal den Angriff starten will in Richtung 3. Liga, nachdem es ja im letzten Sommer nicht geklappt hatte. In den Aufstiegsspielen waren sie dann unterlegen gegen den VfB Oldenburg und haben es nicht geschafft, vielleicht dann ja in dieser Saison. Der Start passte und viele erwarten viel vom BFC im Umfeld und wie Trainer Heiner Backhaus das aufnimmt und wie er das vor dem heutigen Spiel sieht, das habe ich ihn im Interview gefragt. Alles Schnee von gestern, viel Luft nach oben auch im Spiel gegen Zwickau. Haben da Glück, dass wir früh in Führung gehen. Das war Balsam für die Seele in dem Spiel. Haben dann eine Phase, wo Zwickau durchaus ausgleichen kann. Haben dann auch relativ schnell nach der Halbzeit das 2. Tor gemacht und haben da wieder Glück, dass wir da nicht den Anschluss kriegen. Und dann hinten raus war es dann verdient. Aber was gesprochen wird über weite, entfernte Monate, ist heute nicht wichtig. Wichtig ist, dass man immer wieder die Füße auf dem Boden hält, dass man gerade hier die Euphorie mitnimmt, aber sie nicht noch blöderweise entfacht, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Und heute ist so ein Spiel, wo ich richtig danach, da sind wir schlauer, sag ich mal. Altlinike kann an einem guten Tag jeden Gegner in der Liga schlagen. Jetzt hat ihre Mannschaft zuletzt gezeigt, dass es schwer ist gegen den BFC. Die letzten 5 Duelle alle gewonnen gegen Altlinike. Was nehmen Sie daraus mit, auch taktisch? Auch das ist Schnee von gestern. Wenn man sich die Mannschaftsaufstellung damals anschaut von uns, also von Altlinike, so sind vielleicht noch 5 Spieler mannschaftsübergreifend auf dem Feld, vielleicht 6, aber es sind 2 neu formierte Mannschaften, die mit Sicherheit noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Ja, wir haben den Vorteil, dass wir relativ früh wussten, in welcher Liga wir spielen, haben da, denke ich, für unser Portemonnaie gut eingekauft, ja, junge Spieler geholt, die noch ihre beste Entwicklungszeit vor sich haben und das müssen sie heute dann natürlich auch unter Beweis stellen gegen eine Mannschaft, die individuell natürlich top bestückt ist, das muss man klar feststellen. Von den Neuzugängen, wo sagen Sie, wer hat da richtig eingeschlagen, wo sind Sie richtig zufrieden? Ich bin über den Mannschaftsgeist sehr erfreut, weil das ist ja immer das am Ende, was mehr ist als die Summe der Einzelspieler. Ne, dass du da gute Jungs bei hast, das ist ja bei jeder Mannschaft so. Aber wir haben vom ersten Tag an so ein Gespür gehabt, dass wir eine gute Passung haben, dass alle Spieler gut miteinander klarkommen, dass wir vor allen Dingen auch dieselbe Zielrichtung haben, dieselbe Motivation haben.
Und da geht es gar nicht mal jetzt so sehr um Endziele hier, sondern da geht es erstmal um in der täglichen Arbeit Gas zu geben. Und das macht Spaß. Und das glaube ich, dass wir eine sehr, sehr lustige Truppe haben. Wir haben eine Menge Spaß, wenn wir zusammenkommen. Und das glaube ich, das ist so der Nährboden, auf dem auch Erfolg am Ende planbar ist. Ja, und sie hatten viel Zeit zueinander zu finden, hatten nur 3 Tage frei in den letzten 6 Wochen Vorbereitung auf die neue Saison. Also da hat man schon gut Zeit gehabt, um aufeinander zu hocken und sich gegenseitig kennenzulernen. Alle Neuzugänge mit Rufat Dadaschow, ja ein alter Bekannter, zurück beim BFC Dynamo, geht wieder auf Torejagd, hat das letzte Woche gegen Zwickau schon bewiesen. Oder auch McMordy, King Hüter oder Patrick Susek, 2 Gesichter, die wir schon aus der Regionalliga Nordost kennen. Clevere, gute Verstärkungen beim BFC. Das Duell der Vorsaison, der Tabellennachbarn der Vorsaison, so ist es richtig, der 5. Altlinike gegen den 6. gegen den BFC, also heute dann hier im Jahn-Sportpark. Das von mir hier unten vom Spielfeldrand. Jetzt geht's los mit Heiko Malwitz und den ersten 45 Minuten und den Aufstellungen und allem, was Heiko noch so zu bieten hat. Viel Spaß! Ja, danke Toni und auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer hier live bei Ostsport TV vom Kommentatorenplatz hier hoch oben im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, historischer Fußballgrund im Herzen von Berlin. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich freue mich die ganze Woche schon auf dieses Spiel, die VSG Altlinike gegen den BFC Dynamo. Das ist eine Partie zweier echter Hochkaräter. Die beiden, die wollen es wirklich wissen. In dieser Saison, die ja vor allem natürlich dadurch gekennzeichnet ist, dass der Meister diesmal nicht in die Relegation muss, sondern direkt aufsteigt. Viele Teams haben aufgerüstet, aber die beiden hier, die haben mal so richtig zugelegt. Das ist mit das Beste an Qualität, was es gibt in der Regionalliga Nordost. Das werden wir auch gleich sehen bei den Aufstellungen. Kommen wir gleich zur VSG Altlinike, nur eine Änderung. Dirkner neu dabei für Zitarski, der musste sich die gebrochene Nase operieren lassen. Kasten im Tor. Engel, Gunte, Kauter, Marino in der Viererkette. Neben Dirkner, Yajima, Abu Alfa und Türpitz im Mittelfeld. Cerci auf der Zehnerposition, der Kapitän, und Rotschen im Sturm. 7 Neuzugänge im Team von Carsten Heine. Sogar 8 Neuzugänge sind es beim BFC Dynamo. Das Team von Heiner Backhaus unverändert nach dem 3:0 gegen Zwickau. Bethke, der Ex-Altkliniker im Tor. Meier, Alazave, Eder und Rea, der Kapitän in der Viererkette. Hüter, Wiesmeier und Stockinger im Mittelfeld. Vedides, Suljic und Dadaschow in der Offensive beim BFC Dynamo. Schiedsrichter der Partie ist Henry Müller. Er kommt aus Cottbus. Ihm wird assistiert von Max Göldner und Hannes Wilke. Hier haben wir Heiner Backhaus, 41 Jahre alt, hat den BFC vor der letzten Saison übernommen, als man ja amtierender Meister war, und hat sich jetzt seine Mannschaft zusammengestellt nach seinen Wünschen. Cerci und Rea, die beiden Kapitäne bei der Seitenwahl. Schiedsrichter gespannt. Sehen wir da nochmal groß im Bild. Und hier Carsten Heine, der Altmeister der Liga, 68 Jahre, ist alt, der erfahrenste Trainer in der Regionalliga Nordosten. Und natürlich hat die VSG unter der Woche nochmal so richtig aufhorchen lassen, als man Akaki Gogia geholt hat, den Ex-Dynamo, den Ex-Unioner. Das ist sicherlich einer, der in dieser Regionalliga Nordost den Unterschied ausmachen kann. Aber die VSG zuletzt bei Lok Leipzig mit einer Niederlage gestartet, obwohl man früh in Führung gegangen war bei Lok Leipzig. Aber am Ende stand dann ein 1:2 und alle waren sich im Prinzip einig, da hat man einen oder gar 3 Punkte verschenkt, da war sicherlich mehr drin. So steht die VSG also bei 0 Punkten. Der BFC hier, der mitgereiste Anhang, ist ja kein allzu weiter Weg aus Hohenschönhausen hier in den Prenzlberg. Der BFC mit einem überzeugenden 3:0 gegen den FSV Zwickau, den Drittliga-Absteiger. Das heißt im Umkehrschluss, mit einem Sieg heute könnte man Tabellenführer werden, würde in jedem Fall Babelsberg überholen durch das bessere Torverhältnis, je nachdem, was dann Lok Leipzig heute anbietet. Die Partie läuft. Altlinike in der blauen Spielkleidung von links nach rechts im ersten Durchgang. Lino Kasten, der Torhüter. Da haben wir Tobias Gunte, Innenverteidiger, einer der insgesamt 7
Neuzugänge bei der VSG kam von Viktoria Berlin. Und da ein nächster, Sean Kauter, auch der Innenverteidiger, kam vom BRK. Mit den beiden, wenn sie fit sind, Gunte und Kauter, hat Altklinike sicherlich eines der besten Innenverteidigergespanne der Regionalliga Nordost. Der neu formierte BFC mit Eder in der Innenverteidigung. Alazave, der war in der letzten Saison schon da. Da haben wir Eder, den Blondschopf, und da Ben Meyer, auch das ein alter Bekannter, kam vom Berliner Athletic Club, ganz starker Mann auf der linken Seite. Und für Leon Bethke logischerweise heute ein besonderes Spiel. Toni hat Ihnen ja das Tor von Bethke noch mal gezeigt, letzte Spielzeit in Babelsberg. Das war natürlich ein ganz, ganz spezieller Moment. Der BFC, das sehen wir hier sehr schön in der Anfangsphase, steht sehr, sehr hoch. Kasten, der Keeper, hat da Probleme, Anspielstationen zu finden. Und das auch ein Grund, warum ich mich auf dieses Spiel gefreut habe, denn das sind zwei Mannschaften, die ja fast schon bedingungslos die Offensive suchen. Also da dürfen wir heute dann doch einiges erwarten. Chris Rea, der neue Kapitän des BFC Dynamo. Ah, verliert er den Ball. Das ist eine gefährliche Situation, aber macht den Fehler wieder gut gegen Abu Alpha. Altklinike zum ersten Mal nicht ungefährlich in Tornähe. Und Jonas Dirkner, der einzige Neue in der Startformation bei der VSG, holt hier die erste Ecke heraus für die Gastgeber. Ist ja im Prinzip für beide, kann man so sagen, ein halbes Heimspiel. Altklinike ja in der Hinrunde der letzten Saison noch im Hertha Amateurstadion, bevor man dann heimkehrte in den Jahn-Sportpark. Und der BFC Dynamo hat ja bis 2021, bevor man dann ins Sportforum Hohenschönhausen in die Heimat zurückkehrte, auch hier im Jahn-Sportpark gespielt. Gearbeitet da von Dadaschow. Da ist er mit der Nummer 9, Dadaschow. Erster Torschuss für den BFC Dynamo und auch hier die erste Ecke. Rufat Dadaschow, der Heimkehrer. 2017/18 schon beim BFC Dynamo gespielt, viel rumgekommen. Aber die Ecke gibt es nicht, Sie sehen das. Abseitsposition da angezeigt vom Schiedsrichter. Hier nochmal der Torschuss von Rufat Dadaschow. Der BFC heute mit zwei echten Spitzen, mit Dadaschow und Suljic. Das sehen wir hier aus der Führungskamera ganz gut. Didides, der Neuzugang aus Jena, spielt ein bisschen zurückgezogen, hängende Spitze also hinter Dadaschow und Suljic. Äußeren Bedingungen ein bisschen schwierig. Nieselregen heute schon den ganzen Tag hier in Berlin-Prenzlauer Berg. Der Rasen also nass und tief. Aber insgesamt gute Bedingungen. Sie sehen das auch hier. Das Geläuf sieht verglichen mit einigen anderen Stadien in der Regionalliga doch insgesamt sehr gut aus. Sollte also für keines der beiden Teams, die ja durchaus technisch beschlagen sind, hier ein größeres Problem sein. Balleroberung, McMordy, Hüter, Wiesmeier mit der 10. Da haben wir Didides aus Jena gekommen. Na, Alazave macht das richtig, lässt den Ball durch für Bethke. Auch die VSG Altklinike mit sehr hohem Anlaufen versucht, den BFC da schon in der eigenen Hälfte unter Druck zu setzen. Stockinger kam von der Spielvereinigung Bayreuth. Ich sage Ihnen das in der Anfangsphase immer noch mal kurz dazu. Wir sind ja erst am zweiten Spieltag. Da hatte man bisher noch nicht so die Gelegenheit, die Mannschaften kennenzulernen. Haben ja beide,
sowohl die VSG Altglienicke als auch den BFC zum ersten Mal live bei Ostsport TV in dieser Saison. Wiesmeier gefoult auf Höhe der Mittellinie. Und Dürkner, das ist der, der für Zitarski in die Mannschaft gekommen ist. Robert Zitarski, der Pole, kam aus Oldenburg, auch ein ganz, ganz erfahrener Mann, über 100 Spiele in Polen in der zweiten und dritten Liga hat er bestritten, aber wie gesagt, musste sich die Nase richten lassen, kann deswegen heute nicht dabei sein. Da haben wir die Bank der VSG und da in der Mitte mit dem etwas lichten Haar Akaki Gogia. Bin sehr gespannt und eigentlich relativ sicher, dass wir den heute hier noch sehen werden im Jahn Sportpark. Also ohne Frage, da hat Carsten Heine, der ja normalerweise von Thorsten Matuschka assistiert wird als Co-Trainer. Matuschka heute allerdings nicht dabei, weil er für Sky, wo er Experte ist, in Karlsruhe weit beim Spiel gegen den HSV. Grüße dahin, falls er uns zuhört, Tusche. Also Carsten Heine und Thorsten Matuschka haben da ohne Frage eine exzellente Truppe beisammen. Und diese beiden hier, der BFC ebenso, der ja auch mächtig aufgerüstet hat, gelten eigentlich bei allen Experten als Mitfavoriten auf den Aufstieg. Ja, nächster BFC-Spieler liegt da am Boden, wieder auf Höhe der Mittellinie. Rea, der Kapitän, von Abu Alpha gelegt. Nee, Abu Alpha war es nicht, sondern Dirkner, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, auch der nicht. Jakob Engel mit dem Foulspiel der Linksverteidiger. Aber halb so wild. Rea ist ein harter Bursche. Der steht wieder. Weiter geht's hier 11 gegen 11. Auf der Gegentribüne die Fans des BFC Dynamo. Für VSG-Verhältnisse guter Besuch hier heute aufgrund der Auswärtsfans. Etwa 1500 Zuschauer dabei hier im Jahn Sportpark von Berlin. Dürkner spielt das Gute im defensiven Mittelfeld. Bethke muss zum ersten Mal raus. Abu Alpha war da in Position gelaufen. Da unten hat mir gerade mit Türpitz mit der Nummer 20 einen weiteren Hochkaräter. Auch der ja mit viel Profi-Erfahrung. Wiesmeier jetzt hier mit dem Foul. Ja, im Mittelfeld, da schenken sich die beiden bisher nichts. Geht natürlich in dieser frühen Saisonphase auch darum, hier gleich mal anzuzeigen, wer der Herr im Haus ist. Gelbe Karte gab es also für diese Aktion hier gegen Wiesmeier. Ja, der hat da deutlich den Fuß oben gegen Dirkner. Erste Verwarnung also in diesem Spiel. Aber wir sind erst am zweiten Spieltag, also Sperren sind hier nicht zu erwarten. Beziehungsweise wird es nicht geben, es sei denn, jemand holt sich gelb-rot oder rot ab. Carsten Heine seit 2019 Cheftrainer. Heiner Backhaus, wie gesagt, seit der letzten Saison. Marino, Freistoß diagonal rüber auf die andere Seite. Ja, leichte Standprobleme dort. Stockinger mit der Balleroberung gegen Engel. Jakob Engel, der Mann links in der Viererkette, kam aus Schweinfurt hier in die Hauptstadt. Marino. Ja, Ball war am Seitenaus. Einwurf BFC auf Höhe der 16er Linie. Dadaschow will das Spiel da schnell machen, aber der Ball auf der anderen Seite noch im Feld. Deswegen muss er warten und Ben Meyer kommt zum Einwurf. Zwei
zwei gute Spielzeiten hat er hinter sich beim BRK. Das ist der Bruder von André Meyer, der einst Trainer war beim BRK und dann zum Halleschen FC gewechselt ist. Und auch Daniel Meyer, Trainer bei RB Leipzig bei der U19 im Moment, auch der ältere Bruder von Ben. Und jetzt gibt es Freistoß für den BFC Dynamo. Halblinke Position, Torentfernung, aber gut und gern 30 Meter. Schiedsrichter zeigt an, ich pfeife, wenn der Ball frei ist. Wiesmeier und Meyer stehen bereit. Einer Linksfuß, einer Rechtsfuß. Und Wiesmeier chippt den Ball mit rechts. Gunte ist da, Eckball BFC Dynamo. Ah, Tobias Gunte, 1,94 groß. Ganz sicherer Innenverteidiger, mit Viktoria damals aufgestiegen in die dritte Liga. Der Verlust hat Viktoria durchaus wehgetan, hat mir Sammy Keskin in der letzten Woche erzählt. Das war natürlich einer, Tobias Gunte, den man da gerne gehalten hätte. Eigengewächs der Viktoria. Dadaschow. Guter Kopfball von Rufat Dadaschow. 12 Minuten vorbei hier im Jahn-Sportpark. Und Rufat Dadaschow, das ist natürlich einer, der durchaus den Unterschied machen kann in dieser Liga mit all seiner Erfahrung. Ist ja 31 Jahre schon alt, 24 Länderspiele für Aserbaidschan. Und der gute Luca Marino lässt da zum zweiten Mal hintereinander den Ball ins Seitenaus trudeln. Wiesmeier, guter Ball für Meyer. Na, Meyer versucht ihn da ins Zentrum zu bringen. Da hatte Suljic gelauert. Aber Gunte ist wieder zur Stelle und klärt zum Eckball. Da haben wir ihn groß im Bild rechts. Tobias Gunte. Und da schauen Sie mal. Im Zentrum geht Wiesmeier zu Boden. Das war die Aktion vor der Ecke davor, von Engel gefoult. Das hätte durchaus Elfmeter geben können, wenn es der Schiedsrichter gesehen hat, beziehungsweise wenn er es denn so bewertet. Zupfen allein reicht ja nicht aus, aber das war schon ein relativ kräftiges Ziehen. Hier haben wir Wiesmeier, tritt die Ecken von links. Ah, Probleme bei Kasten, aber guter Reflex vom Torhüter. Nächste gefährliche Aktion für den BFC Dynamo. Hüter kann den Ball dann nicht mehr sichern, aber diese Ecke von Wiesmeier, die schauen wir uns gern nochmal an. Mit rechts getreten, viel Effet vors Tor von Lino Kasten. Ja, da muss er durchaus aufpassen, denn Dadaschow hatte da die Stirn noch dran und prüft den Torhüter der VSG Altglienicke. Beste Möglichkeit bisher für den BFC. Abseitsstellung jetzt von Dedidis im Sturmzentrum. Gibt uns die Gelegenheit, weil Dadaschow gerade diese gute Chance hatte, gibt uns die Gelegenheit, nochmal auf diese beeindruckende Quote zu schauen von Rufat Dadaschow. Heute sein 88. Spiel in der Regionalliga Nordost. 48 Tore, 11 Vorlagen dabei. Also das ist schon ein extrem guter Wert. War ja auch für Halberstadt und den ZFC Meusewitz in unserer Liga unterwegs. Dedidis zerrt da an den Ketten. Er hatte ja am letzten Spieltag beim 3:0 nicht getroffen gegen Zwickau. Dadaschow gleich mit seinem Tor. Außerdem Stockinger und Suljic, die Torschützen für den BFC. Dadaschow zudem noch eins vorbereitet.
Aber Dedites, den kennen wir von Karlsruhe Jena. Auch das ist ein richtig guter Mann. Wird sich, da bin ich mir sicher, durchsetzen. Auch beim BFC. Dynamo ist ja in Jena Eigengewächs. Und als solches hast du es ja dann manchmal so ein bisschen schwer, wenn du aus dem eigenen Stall kommst und dich die meisten noch als Teenager gekannt haben. Foulspiel Gunther an Dadaschow. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Eine Viertelstunde ist vorbei, 0:0. Der BFC hier in den ersten 16 Minuten die etwas bessere Mannschaft. Und dieser Rufer Dadaschow, das konnte man in der Anfangsviertelstunde schon sehen. Das ist einer, über den nahezu alles läuft im Team von Heiner Backhaus. Das ist ein Spieler in dieser Liga mit herausragender Qualität. Freistoß gut verteidigt von der VSG. Abu Alfa mit dem Ballverlust. Ben Meyer pünktlich zurück, gut geklärt. Abu Alfa auf dem linken Flügel der VSG. Gergi, der Kapitän der Denker und Lenker, der bisher ganz gut zugedeckt ist von den BFCern. Dedites hat hinten mit ausgeholfen. Heiner Backhaus, habe mit ihm gesprochen vor dem Spiel, hat einen interessanten Satz gesagt. In dieser brutal starken Liga meinte er, schauen wir zunächst mal auf den Angriff der VSG. Engel mit der Flanke und Bethke hat Probleme. Wird dann gefoult. Na klar, der nasse Ball, der nasse Rasen, für Torhüter unangenehm. Yajima mit dem Foulspiel. Da müssen sie jetzt aufpassen. Bethke richtig sauer. Natürlich hochmotiviert gegen die alten Kollegen, aber Yajima gehört ja nicht dazu. Der kam ja erst vor dieser Spielzeit vom BRK. Da haben wir nochmal den Flankenball. Ja, Bethke völlig unbedrängt. Rotschen springt da zum Ball, aber ohne Kontakt. Und dann... Na klar, will Yajima da zum Ball und Bethke nimmt das dann dankend an, hatte beide Hände am Ball. Aber erste kleine Unsicherheit vom neuen BFC-Torhüter, Leon Bethke. Also Heiner Backhaus sagte mir vor dem Spiel, in dieser brutal starken Liga, die so ausgeglichen ist, in der alle nach oben wollen und der Meister diesmal direkt aufsteigt, in dieser Liga, sagt Backhaus, musst du angreifen wie ein Aufstiegskandidat und verteidigen wie ein Abstiegskandidat. Das hat schon nahezu philosophischen Wert. Also er will sagen, Qualitäten in der Offensive, spielerische Qualitäten zum Tragen bringen und in der Defensive kratzen, beißen, kämpfen mit vollem Einsatz. Jedes dieser 34 Spiele, sagt er, musst du hier mit 100% angehen. Ansonsten hast du keine Chance, nach oben zu kommen. Türbitz da gefoult, direkt vor der Trainerbank von Heiner Backhaus. Na, deutlich zu sehen, Hüter ist ihm da auf den Fuß gestiegen. Gergi lässt sich jetzt mal tief fallen. Und Rotschen hat leichte Standprobleme. Abu Alfa. Gergi. Defensive steht gut beim BFC. Al-Azawe und Eder, die beiden Innenverteidiger, haben da bisher zumindest alles im Griff. Yajima. Na, guter Seitenwechsel rüber auf die rechte Seite, Marino. Gergi. Gergi gegen Hüter. Türpitz und wieder Marino im Strafraum. Da läuft der Ball gut. Gergi. Na, Flanke kommt.
einen Tick zu weit vors Tor gezogen, sodass Abu Alfa da drüben auf der anderen Seite nicht mehr eingreifen konnte. Toljai Djergi, dessen Bruder Tolga ja 59 Bundesligaspiele für Hertha BSC bestritten hat. Toljai immerhin ein Bundesligaspiel für den Hamburger SV. 2014 war das. Lange, lange her, dass der HSV in der ersten Liga war. Gunte macht das gut, kompromisslos da in der Defensive. Ja, immer wieder die VSG hier mit diagonalen Pässen in der Offensive. Das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Hat auch zwei, dreimal schon funktioniert. Aber insgesamt da natürlich noch ein wenig Luft nach oben. Rotschen und Djergi, gut gedacht von Anthony Rotschen, der ja das erste Tor erzielt hat für die VSG. In der Anfangsphase bei Lok Leipzig, die frühe Führung. Ist übrigens zwischen diesen beiden das 13. Spiel in der Regionalliga Nordost und im Landespokal Berlin gegeneinander. Bilanz komplett ausgeglichen. Jeweils 6 Siege bisher. Aber Toni hat es ja vorhin erwähnt. Im Vorfeld des Spiels die letzten 5 Partien, die konnte alle der BFC gewinnen. 4 in der Liga, eine im Pokal. Da hat die VSG also durchaus etwas gut zu machen. Zu DDR-Zeiten, nur falls die Frage bei den Jüngeren aufkommt, hat man sich nie getroffen zu einem Pflichtspiel. Denn damals lagen Welten zwischen der VSG Altklinik und dem BFC Dynamo. Der BFC, der Rekord- und Serienmeister der DDR, 10 Meistertitel insgesamt geholt. Die VSG Altklinik damals meistens in der Bezirksliga oder sogar noch tiefer unterwegs gewesen. Heiner Backhaus, im letzten Jahr hat er die Meistermannschaft übernommen mit vielen erfahrenen Spielern. Das war natürlich immer nicht ganz so einfach, hat er mal erzählt. Denn du musst natürlich auch den älteren Spielern, Christian Beck beispielsweise, um nur den einen zu nennen, logischerweise auch Respekt zollen. Jetzt diese Mannschaft hier, die trägt schon deutlich seine Handschrift. Das macht es natürlich auch einfacher, mit den Jungs zu arbeiten. Rotschen im Abseits, deutlich ein wenig zu früh gestartet. Anthony Rotschen, einer der Neuzugänge, hat ja seit Oktober des letzten Jahres pausiert. Zuletzt beim RSV Eintracht Stahnsdorf, Rand Berlin, unterwegs gewesen. Ausgebildet bei Hertha BSC und dann auch für den ersten FC Magdeburg recht erfolgreich in der dritten Liga gespielt. 27 Mal, 3 Tore, Anthony Rotschen. Das ist ebenfalls ein hochqualitativer Spieler, den die VSG da in ihren Reihen hat. Nach wie vor Standprobleme bei einigen Spielern. Fahne wieder oben, denn Abseitsstellung angezeigt vom Assistenten da drüben auf der Gegenseite von Hannes Wilke. Suljic war da zu früh gestartet. Noch keine riesen Toraktionen auf beiden Seiten. Insgesamt leichtes Chancenplus für den BFC Dynamo, aber auf jeden Fall ein ansehnliches Spielchen hier zwischen der VSG und dem BFC. Technisch auf hohem Niveau. Vorteil, Djergi mit dem Pass in die Spitze und was macht Alazabe? Ja, der Pfiff kam relativ spät. Türpitz war da
gestartet. Und Al-Azabe mit dem Foul, da haben wir Türpitz am Boden. Und das gibt die rote Karte. Notbremse, sagt der Schiedsrichter. Henry Müller aus Cottbus schickt Al-Azabe hier nach 25 Minuten mit Rot runter. Und Backhaus, der mag das gar nicht glauben. Denn der Pfiff kam, wie gesagt, relativ spät. Dazu noch Gelb gegen Hüter. Schauen wir uns nochmal an. Da ist Türpitz. Ja, und da kommt der Tritt von Al-Azabe. Notbremse ist natürlich grenzwertig, denn Ben Meyer läuft da auf gleicher Höhe mit. Also, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, hier die gelbe Karte für Hüter, um auch die noch nachzureichen. Da hatte der Schiri Vorteil laufen lassen. Aus der Situation entwickelt sich dann hier. Ja, und da geht Al-Azabe deutlich zum Ball, hat den Blick nach oben. Das Foul ist unstrittig gegen Türpitz. Aber die rote Karte ist für mich eine zu harte Entscheidung. Als Notbremse bewertet, obwohl Ben Meyer da noch auf gleicher Höhe war. Natürlich hatte Türpitz relativ freie Bahn, war auf Höhe der 16-Meter-Linie. Aber wie gesagt, diese rote Karte ist keine krasse Fehlentscheidung, aber doch eine sehr harte Entscheidung für meine Begriffe. Und das ändert jetzt natürlich dieses gesamte Spiel. Denn David Haider Kam Al-Azabe, der Mann aus dem Irak, so sein kompletter Name, der muss runter. Und damit fehlt Backhaus ein ganz, ganz wichtiger Innenverteidiger. Er wird jetzt also umstellen müssen, das ist klar. Und zudem hat die VSG Aglilike die Chance hier, 16,5 Meter Torentfernung, zentrale Position. Hat die VSG die Möglichkeit, jetzt hier sogar in Führung zu gehen. Gergi steht bereit. Und er macht's auch! Guter Freistoß, aber knapp vorbei. Bethke reckt da die Faust in die Höhe. Feine Schusstechnik, links vorbei an der Mauer, aber auch links vorbei am Tor. Da hätte Bethke nur hinterher schauen können, aber da war eben ein BFC-Abwehrspieler noch dran. Gut die Mauer gestellt von Bethke. Deswegen die Ecke für den BFC. Und da schauen Sie mal, da ist Karim El Abed. Das wird also der Wechsel sein, denn Backhaus muss jetzt natürlich einen Innenverteidiger bringen nach der roten Karte für Al-Azabe. Und deswegen muss Wiesmeier hier früh runter. Ärgerlich für den BFC Dynamo, ärgerlich für Julian Wiesmeier, denn der hat bisher ein sehr gutes Spiel gemacht, aber der muss jetzt eben von Backhaus geopfert werden. Karim El Abed, Neuzugang vom Karlsruher SC. Damit jetzt also der nächste Neuzugang auf dem Feld bei den Dynamos. Türpitz zieht er mal ab aus der Distanz, Philipp Türpitz. Ja, logischerweise spielt jetzt diese rote Karte hier der VSG in die Karten. Das ist klar, der BFC, wir haben es gesehen und verfolgt. Bisher die bessere Mannschaft in dieser Partie. Aber jetzt dezimiert. Und es sind noch fast genau 60 Minuten zu spielen. Der BFC in Unterzahl und das macht es jetzt natürlich extrem schwer. Dadaschow holt sich den Freistoß. Auch da kam der Pfiff wieder relativ spät für meine Begriffe. Deswegen hatte Dadaschow erst reklamiert. Neben Al-Klinike und dem BFC wurden ja vor Beginn dieser Saison die üblichen Namen der Favoriten gehandelt. Cottbus, Jena in erster Linie, Erfurt, Greifswald möglicherweise.
der Chemnitzer FC, Lok Leipzig. Schauen wir zunächst mal auf diesen Freistoß vom BFC Dynamo. Vom rechten Strafraum Eck, abgefälscht, Ecke für die Gäste. Von Stockinger kam der Freistoß. Und jetzt gibt es drüben auf der anderen Seite den Eckball. Ben Meyer wird ihn treten mit links vors Tor der VSG. Kein Problem für Lino Kasten. Und der BFC hat zu tun in dieser Phase des Spiels. Das ist hier deutlich zu bemerken. Stockinger da mit dem Fehler. Türpitz wird deutlich besser auf dem rechten Flügel. Nächste Ecke Altklinike und die nächste gleich hinterher. Wird die Frage sein, wie der BFC Dynamo diesen Schock wegstecken kann. Die rote Karte für David Kamal-Azave. Und eine umstrittene. Wir haben uns das deutlich angeschaut. Gergi mit dem Eckball. Und geklärt von Didides, geht er mal auf Nummer sicher und schlägt den Ball ins Seiten aus. El Abed da rechts am Bildrand mit der 24, hat jetzt also, so wie wir das erwartet haben, die Innenverteidigerposition von Alazaba eingenommen. Neben Eder. Beide haben allerdings die Seiten getauscht. Eder jetzt rechts in der Innenverteidigung. Und Dadaschow, der spürt natürlich, dass er als Führungsspieler hier gefordert ist in dieser Situation. Entschließt sich jedoch einen weiten Einwurf auszuführen. Dadaschow verlängert. Ben Meyer geblockt. El Abed kommt hier langsam hinein in diese Partie. Musste ja kalt, ohne sich aufwärmen zu können, direkt aufs Feld. Abseitsstellung Ben Meyer. Um auf die Favoriten zurückzukommen, die da so gehandelt wurden. Ja, da ist der eine oder andere schon unsanft gelandet. Jena mit zwei Unentschieden in den ersten beiden Spieltagen. Chemnitz mit einem Unentschieden gegen Carl Zeiss. Und gestern die Klatsche in Rostock. 6 Stück kassiert, höchste Niederlage seit Jahren. Abu Alfa auf dem linken Flügel nimmt Engel mit. Gut verteidigt vom BFC. Und Energie Cottbus gestern mit dem ersten Punkt immerhin nach der Niederlage bei Viktoria Berlin am ersten Spieltag. Tabellenführer aktuell der SV Babelsberg 03 mit 6 Punkten. Mit 2 Siegen gestartet und das zeigt natürlich schon, wie eng diese Liga ist, auch wenn wir erst am zweiten Spieltag sind. Aber unter dem Strich wird dann sicherlich die Qualität der VSG Altklinike, die Qualität des BFC Dynamo, die von Energie Cottbus, ich zähle auch Rot-Weiß Erfurt dazu, Jena und möglicherweise Lok Leipzig. Vielleicht Greifswald als Geheimtipp. Das sollten normalerweise die Teams sein, die die Meisterschaft unter sich ausmachen.
Aber das ist jetzt natürlich auch eine kühne Prognose am Anfang der Saison. Die Transferperiode läuft ja noch bis Ende August. Im Winter dann nochmal einen Monat das Fenster offen. Also da kann sich auch personell noch sehr, sehr viel tun bei allen Vereinen. Gut den Ball gesichert. Dadaschow, feine Aktion. Der Ball auf den rechten Flügel. Dedides lauert da im Zentrum und Dadaschow, der macht das Tor, das er sich quasi selber vorbereitet hat. Welch eine Aktion, 1:0 BFC Dynamo Rufat Dadaschow. Und welch eine überragende Aktion vom ehemaligen aserbaidschanischen Nationalspieler Rufat Dadaschow. Den hat er selber eingeläutet, diesen Treffer mit diesem tollen Pass rechts raus auf Stockinger. Und der legt den Ball dann zurück von der Mittellinie, sprintet Dadaschow da einmal quer übers Feld und dann steht er genau richtig. Dedides und Suljic hatten im Zentrum gelauert, aber Stockinger macht das richtig gut mit dem Auge für Rufat Dadaschow. Ein schulmäßig vorgetragener Konter des BFC Dynamo. So, da gab es offensichtlich noch eine gelbe Karte. Und die gelbe Karte, die gab es für McMordy Hüter. Das ist kaum zu glauben, das müssen wir Ihnen nochmal nachliefern. Fürs Jubeln offensichtlich die Gelbe und er hatte ja schon gelb gesehen, McMordy Hüter, und das heißt gelb-rot. Deswegen, da schauen Sie mit der 8, das ist McMordy Hüter. So, auf den Zaun steigen ist natürlich nicht erlaubt und das macht er da in diesem Moment. McMordy Hüter. Backhaus hat das naturgemäß anders gesehen. Es war ein kleiner Sprung rauf auf den Zaun, kein wirkliches Raufklettern. Also, auch hier hat der Schiedsrichter Henry Müller formal alles richtig gemacht. Aber dafür, für diesen angedeuteten Sprung, die zweite Gelbe und Gelb-Rot zu geben, Junge, Junge, auch das ist eine sehr, sehr harte Entscheidung. Auch wenn der Schiri sich natürlich darauf berufen kann, auf den Zaun steigen gibt Gelb, aber ein richtiges auf den Zaun steigen war es ja nicht. Und deswegen auch diese Gelb-Rote, so wie die Rote für Al Azawe, für mich einfach zu hart. Till Judis macht sich bereit. Also Heiner Backhaus muss hier schon in Halbzeit 1 öfter umbauen, als ihm lieb ist. Das ist ganz klar. Der zweite Platzverweis und noch keine 40 Minuten vorbei. Ohne Schiri habt ihr keine Chance, singen die Fans vom BFC Dynamo. Ah, das ist natürlich einfach richtig hart. Auswechslung jetzt also Stockinger, der gerade dieses Tor so mustergültig vorbereitet hat, muss runter und Till Judis kommt für ihn. Also da werden wir einiges zu bereden haben nachher, nach dem Spiel mit den Trainern, speziell natürlich mit Heiner Backhaus. Zweiter Platzverweis nach der roten Karte gegen Al Azawe. Jetzt also Gelb-Rot gegen McMordy Hüter. Und beide formal okay und beide dennoch für mich, da lege ich mich dann auch gerne fest als Kommentator, beide Platzverweise für mich zu hart. Und sicherlich die rote Karte, Abseitsstellung jetzt da, der VSG, Abu Alfa auf der anderen Seite. Gibt die gelbe Karte da noch gegen den Ex-Hertaner, weil er den Ball da nicht gleich freigegeben hat. Der Schiedsrichter muss jetzt durchaus aufpassen, dass ihm das hier nicht entgleitet. Es war im Prinzip alles in Ordnung.
Die rote Karte gegen Alazave, da können wir die Notbremse sicherlich noch gelten lassen. Hier nochmal die Aktion, Ball wegschlagen. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, dass Stockinger runter ist. Suljic war es, Entschuldigung. Die 26, nicht die 25, das macht ja auch Sinn. Suljic ist Stürmer und da haben wir ihn. Hat er ja auch getroffen im ersten Spiel gegen den FSV Zwickau. Und jetzt ist der BFC Dynamo hier in der recht ungewohnten Situation, Ende der ersten Halbzeit mit 1:0 zu führen und mit zwei Feldspielern weniger auf dem Platz zu stehen. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Wie kann Altglienicke diese Überzahl nutzen? Das ist die Frage. Hüter geht zu Boden, natürlich kein Elfmeter. Bethke ist da. Naja, Jima war da, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem Unterarm am Ball. Spiel lief aber weiter. Und gleich werden wir einen prominenten Namen begrüßen können hier in der Regionalliga Nordost, live auf Ostsport TV, denn Akaki Gogia, der macht sich schon bereit und jetzt kommt er aufs Feld. Da haben wir ihn, willkommen, Akaki Gogia, der Deutsch-Georgier in Georgien geboren, mit 9 Jahren beim FSV Halle an der Saale in Deutschland begonnen. 22 Bundesligaspiele für Augsburg und den ersten FC Union, mit den Eisernen damals aufgestiegen. Jetzt also bei der VSG Altglienicke. Gibt die nächste Ecke für den BFC Dynamo. Die dritte für die Gäste. Tritt wieder mit links und Kasten ist da mit beiden Fäusten. Zweiter Ball, zweiter Versuch. Ben Meyer, der rutscht durch, aber Kasten ist da. Für Akaki Gogia übrigens Ali Abu Alfa rausgegangen. Möglicherweise, könnte ich mir vorstellen zumindest, weil er gelb-rot gefährdet war, hat sich ja dadurch diese unnötige Aktion gerade die gelbe Karte abgeholt. Und da hat sich Carsten Heine wahrscheinlich gedacht, die roten Karten, die sitzen heute so locker beim Schiri. Da haben wir Abu Alfa, danke an die Regie. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, den nehme ich mal lieber runter, ehe hier möglicherweise aus einer Konzessionsentscheidung heraus auch ein Altkliniker runter muss. Wir werden dann gleich sehen, wie sich Akaki Gogia einfügen wird ins Spiel der VSG. Yajima zunächst mal mit dem Kopfball. Flanke kam von Dirkner. Da haben wir Rintaro Yajima. Und falls Sie sich schon immer gefragt haben, wo ist denn dieser Rintaro Yajima eigentlich geboren? Ich kann es Ihnen sagen, in Higashi-Matsuyama. In Japan. 2015 dann aus Japan nach Österreich gekommen. Dort in der zweiten Liga für den SV Horn gespielt. Auch bei Chemie Leipzig, Meusewitz und zuletzt ja eben beim BRK unterwegs gewesen in der Regionalliga Nordost. So, und Akaki Gogia, hier Marino,
mit dem Diagonalpass. Der sucht Gogia, der nimmt also 1:1 die Position von Abu Alfa ein. Links offensiv auf dem Flügel. Dadaschow am Boden. Rufer Dadaschow ist natürlich ein erfahrener Fahrensmann, mit allen Wassern gewaschen. Der weiß natürlich auch, dass der Schiedsrichter sicherlich mit diesen beiden roten Karten so seine inneren Zweifel haben wird und dass die Möglichkeit durchaus besteht, dass er hier so quasi als Konzessionsentscheidung, gerade habe ich es angemerkt, vielleicht auch mal eine rote gegen Altklinike zücken wird. Hier haben wir nochmal den Eckball von Ben Meyer, den Kasten da zunächst mit beiden Fäusten klären konnte. Und dann der zweite Ball von Ben Meyer, der durchrutscht als Aufsetzer. Lino Kasten aber auf dem Posten. Nachspielzeit der ersten Hälfte läuft, wird sicherlich 2-3 Minuten oben drauf geben wegen der roten Karten. Gut verteidigt dort vom neuen Mann von Karim El Abed gegen Luca Marino. Türpitz beim Einwurf. Marino geht viel über die rechte Seite bei der VSG. Flanke kommt. Engel auf der anderen Seite. Guter Versuch vorbei. Allerdings am Tor von Bethke. Da haben wir ihn. Jakob Engel kam aus Schweinfurt. Regionalliga Bayern. Bei Mainz 05 und der Frankfurter Eintracht. Ausgebildet. Feiner Dropkick. Fehlte nicht allzu viel. Dirkner Dedides, der jetzt natürlich weitaus defensiver spielen muss. Ja, Dadaschow macht das wieder klug und überlegt. Wollte ja unbedingt nach Berlin zurück, weil seine Frau von hier kommt. Und der BFC natürlich, nachdem er 2017-18 ja schon das wein-rot-weiße Trikot getragen hat, das war schon sowas wie eine Herzensangelegenheit für ihn. Sein letzter Verein war Schalke 04, die Zweitvertretung. Allerdings für Schalke auch zwei Zweitligaspiele bestritten, der Rufer Dadaschow. Und das war die erste Halbzeit. Und das war eine, in der er hier im Mittelpunkt stand. Henry Müller, der Schiedsrichter aus Cottbus für Leon Bethke, den Ex-Altkliniker, relativ wenig Arbeit. Und Dadaschow lässt sich das dann nochmal erklären. Zwei Platzverweise, die rote Karte gegen Al-Azawe in der
26. Minute wegen einer vermeintlichen Notbremse. Und die zweite, Gelb-Rot gegen McMordy Hüter in der 38. wegen auf den Zaun steigen beim Torjubel. Rufat Dadaschow machte bisher den Unterschied. Er der Torschütze zum 1:0. Die Dynamos also mit einem Tor mehr, aber mit zwei Mann weniger in der Pause. So, liebe Zuschauer, bevor sich Toni Mielke dann gleich vom Spielfeldrand melden wird und wir uns noch ein paar Höhepunkte des Spiels hier anschauen. Zunächst mal eine Zusammenfassung vom Spitzenspiel gestern. Der FC Energie Cottbus, der Meister gegen den FC Rot-Weiß Erfurt, das Überraschungsteam der letzten Saison. Zwei der Aufstiegskandidaten in der Regionalliga Nordost zeigen wir Ihnen jetzt. War ein interessantes Spiel. Zwei alte Gesichter zurück in Cottbus. Malcolm Badu und Maximilian Pronicev spielten beide für Energie. Letzte Woche gab es für den neuen Arbeitgeber Erfurt den perfekten Start. 2:0-Sieg. Pronicev kam rein und traf. Dafür gab es von Gerber heute den Platz in der Startelf gegen Energie. Horrorauftakt bei Viktoria Berlin. Leidenschaftsloser Auftritt der Wollitz-Elf beim 1:2. Maskottchen Lautzi flüstert Wollitz etwas. Heute wird's besser, Pele. Erstes Heimspiel für die Lausitzer im Stadion der Freundschaft. Festlich eingeläutet. Über 7000 Fans waren dabei bei diesem Topspiel. Energie Cottbus in den roten Trikots zeigte eine Reaktion auf die schwache Leistung in Berlin. Sie wirkten wacher, hatten mehr Intensität im eigenen Spiel. Proko Penko neu in der Startelf. Auf Österhelwig auch der neu dabei und dann wird es zum ersten Mal gefährlich. Tim Heike verpasst und dann Lopez Cabral rechtzeitig da vor Euschen. Wichtige Aktion signalisiert ihm auch Keeper Lukas Schellenberg. Neunte Minute, wieder der lange Ball von Schellenberg und wieder geht sofort zurück in Richtung Erfurter Tor. Euschen auf Heike und der zieht einfach mal ab. 1:0 Cottbus. Tim Heike, auch er durfte von Beginn an ran. Erfurt fahrlässig. Hofmann holt den Kopfball und dann Euschen gedankenschnell sofort tief auf Heike und dann kommt Schellenberg ins Spiel. Der Abschluss von Heike, trocken, hart, aber der hat gesehen, das Stellungsspiel vom Erfurter Keeper, das passt nicht, die kurze Ecke, völlig offen und da schlägt der Ball ein. Die verdiente Führung durch Tim Heike, der schon nach seiner Einwechslung gegen Viktoria viele Impulse setzte. Wollitz registrierte das, brachte ihn in der Startelf. Und Lukas Schellenberg wusste, hier habe ich durchaus ein paar Aktien drin. Erfurt mit nur einem Sieg aus den letzten 15 Duellen mit Cottbus. Hier mit der ersten Annäherung durch Romario Hairola. Der Anhang zahlreich mitgereist aus Thüringen. Die Trauben in Erfurt hängen auch in dieser Saison hoch. Badu auf Pronicev. Die beiden, die das Energietrikot trugen. Und dann Hairola mit der schlechten Annahme, war viel mehr drin. Ansonsten kam nicht viel von Erfurt. Fabian Gerber gab mindestens einen Punkt als Zielgabe vor. Erfurt immer wieder mit solchen Aussetzern im Aufbauspiel. Und Cottbus macht schnell über Cedric Euschen mit viel Platz. Das Stadion jubelt, aber der Ball nur am Außennetz. Energie hatte das Geschehen weitestgehend im Griff. Dann Pelivan mit diesem missglückten Rückpass und Malcolm Badu. Die letzten zwei Jahre für Cottbus aufgelaufen. 12 Tore im Energietrikot geschossen. Das wäre was gewesen. Pelivan trifft den Ball nur mit der Hacke genau in die Füße von Badu. Riesenchance für Erfurt. Vergeben. Viel mehr hatten die Gäste offensiv nicht anzubieten. Gerber, Junior und Senior im Austausch, Fabian und Franz. Es wurde lauter in der Kabine und es gab eine Reaktion in der zweiten Hälfte, 52. Minute. Und auf einmal ist Till Linus Schwarz völlig frei, 1:1. Nach dem Freistoß steht er völlig frei, unglücklich aus Cottbusser Sicht von Slama. Prallt der Ball vor die Füße von Till Linus Schwarz. Der ist kompromisslos, aber natürlich darf er dann nie und nimmer so frei zum Abschluss kommen. Schon gegen Viktoria passte die Zuordnung
bei den Lausitzern öfter nicht. Und Schwarz hat keine Probleme, keine Chance für Sebald im Tor. Erfurt wieder zurück, 1:1. So endete vor knapp 3 Monaten das wohl entscheidende Spiel in der letzten Saison um die Meisterschaft. Erfurt konnte damals nicht näher ranrutschen an Wollitz und Energie. Cottbus jetzt mit leichten Problemen, Erfurt mit ganz anderer Haltung unterwegs. Lopez Cabral, der ist Linksfuß, aber kann es auch mit rechts. Schönes Ding. Lopez Cabral machte bei jenem 1:1 im Mai einen folgenschweren Fehler vor dem Ausgleich. Alles vergessen. Er zeigte heute einen starken Auftritt. Danach flachte die Partie etwas ab. Nochmal Cottbus, 70. Minute. Borgmann setzt sich schön durch. Schellenberg, hoppala und Cedric Euschen. Da war sie, die große Möglichkeit für Energie aufs 2:1. Euschen, Neuzugang vom BFC Dynamo, steht hier nicht richtig zum Ball. Auch die Annahme passt nicht so wirklich. Den lassen sie liegen. Cottbus versuchte es nochmal. Sie kamen auch in den Strafraum, aber es wurde nicht mehr gefährlich. Und so endete die Partie 1:1. Ärger bei Wollitz nach Abpfiff. Torschütze Tim Heike im Interview. Ich glaube, das Tor, was sie machen, ist so ziemlich die einzige Torchance, die wir zugelassen haben. Ja, aufgrund der Tatsache ist es natürlich eher ärgerlich, dass wir da hier dann nur einen Punkt holen. Auch wenn man bedenkt, dass wir hier halt eben auch noch 2, 3, 4, 5, 6 mehr Chancen hatten. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist es ein Fortschritt zum letzten Spiel. Den Punkt nehmen wir mit und jetzt versuchen wir im nächsten Spiel zu gewinnen. Ja, wir hatten uns mehr vorgenommen, als nur einen Punkt mitzunehmen. Wollten wir ganz klar gewinnen. Ja, erste Halbzeit ist es nicht gelungen, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Dann mache ich den frühen Fehler. Und ja, aber dann trotzdem zweite Halbzeit, Respekt an die Truppe, haben wir Gas gegeben und haben gezeigt, was in uns steckt. Wir haben eine Halbzeit immer angesprochen, dass wir natürlich einiges ändern müssen in der zweiten Halbzeit, wenn wir hier überhaupt was mitnehmen wollen. Und das haben wir Gott sei Dank auch getan. Erfurt zum dritten Mal in Folge mit einem Unentschieden gegen Cottbus, aber mit 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen. Die Thüringer konnten sich feiern lassen von den eigenen Fans und Energie. Cottbus meldet sich zumindest tabellarisch. Ja, Cottbus meldet sich tabellarisch an in dieser Liga, in dieser Saison, haben den ersten Punkt auf dem Konto und wir melden uns zurück aus dem Jahn-Sportpark in Berlin, wo wir, ja, interessante erste 45 Minuten erlebt haben zwischen der VSG Altlinike und dem BFC Dynamo. Jede Menge los, die Dynamos führen mit 1:0. Hier ja auswärts im Jahn-Sportpark, muss man sagen. Lange hat der BFC ja auch hier seine Heimspiele ausgetragen, bevor es dann zurückging ins Sportforum. Wir können mal auf den Spielfilm dieser ersten Halbzeit schauen. Ging los mit einer Chance für den BFC Dynamo. Der Rückkehrer im Sturm hatte sie per Kopf. Die Ecke auf Dadaschow und dann die schöne Parade von Lino Kasten im Kasten der VSG Altglienicke, also die erste Möglichkeit für den BFC Dynamo. Und dann ging es rüber auf die andere Seite. Die erste heikle Aktion in diesem Spiel. Notbremse, so hat Schiedsrichter Henry Müller bewertet von Alasave gegen Türpitz. Können wir mal drauf schauen auf dieses Foul, das unstrittig ist. Hier die Entstehung. Dann der Chip nach vorn, gut getimt. Alasave trifft Türpitz vor dem Strafraum und dann kann man natürlich diskutieren, Heiko hat es schon gesagt, ist das dann wirklich eine Notbremse oder ist diese Entscheidung in dieser Situation dann zu hart gegen den BFC Dynamo? Henry Müller hat gesagt, ja, rote Karte. McMordy Hüter hat dazu noch Gelb bekommen in dieser Situation und der BFC war fortan nur noch zu 10, aber das machte gar nicht so viel aus. Erstmal schauen wir natürlich auf den Freistoß, auf die Ausführung von Tolcay Djergi, denn da fehlte nicht viel. Bester Torschütze der VSG in der vergangenen Saison, der linke Fuß. Da steckt ganz viel drin bei Tolcay Djergi und hier fehlte also nicht viel und dann ging es aber auf der anderen Seite zur Sache. Das 1:0 für den BFC in Unterzahl.
Ein Konter, den sie letztlich perfekt ausspielen. Es ist kein Abseits, ganz klar. Und dann ist die VSG Altlinike offen und der BFC spielt es auch einfach gut aus, gut besetzt im Strafraum. Und der Pass punktgenau in den Rückraum auf Rufat Dadaschow, der hat gegen Zwickau getroffen und heute macht er also sein zweites Saisontor für den BFC, der Rückkehrer Rufat Dadaschow. Und dann ja, waren sie im Überschwang der Gefühle bei den eigenen Fans, haben gefeiert an und aber auch auf dem Zaun, nämlich McMordy, King, Hüter. Hier, da wird gerüttelt und dann ganz rechts die Nummer 8. Hüter steigt da hoch und dafür gibt es von den meisten Schiedsrichtern die gelbe Karte und das war dann in der Summe für McMordy, King, Hüter, Gelb-Rot. Und so ist der BFC nur noch mit 8 Feldspielern unterwegs, plus Torwart natürlich. Also zu 9 gegen 11 Mann von Altlinike. Gogia kam auch bei Altlinike schon ins Spiel und sie werden jetzt auch nochmal wechseln, die VSG Altlinike. Also wir sehen gleich neue Gesichter hier auf dem Platz. Und dann geht es gleich weiter hier mit den zweiten 45 Minuten. Vielleicht werden die ja ähnlich turbulent wie die ersten. Kleiner Ergebnisdienst noch gerade. Chemie Leipzig gegen Viktoria 1 zu 0. Sorry. Und Meusewitz gegen Lok Leipzig. Da geht es ja immer ein bisschen später los in Meusewitz. 13.30 Uhr noch 0 zu 0. Und hier 1 zu 0 für den BFC Dynamo. Die Mannschaften sind noch in der Kabine, kommen aber gleich wieder raus. Und dann geht es weiter hier im Jahn-Sportpark. Viel Spaß. Ja, danke Toni. Und wir sehen einen neuen Mann, einen alten Bekannten bei der VSG Altlinike, Johannes Manske. Der macht sich bereit, kam vom SV Meppen zurück aus dem hohen Norden, aus dem Emsland. Hat ja schon 2020 bis 2022 für die VSG gespielt, gebürtiger Berliner. Ausgebildet bei Hertha BSC, wird also heute sein 57. Regionalliga-Spiel bestreiten. 17 Tore hat er dabei erzielt. Klassischer Stürmer, physisch stark. Und das ist einer, der die Regionalliga auch schon mal gewonnen hat, nämlich die Regionalliga Südwest mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Besondere Situation also hier im Jahn-Sportpark. Carsten Heine da mit seinem neuen Mann. Der Trainer setzt jetzt logischerweise auf Offensive beim Halbzeitstand von 0 zu 1 und bei dieser besonderen Situation, dass die VSG also tatsächlich 2 Feldspieler mehr auf dem Platz hat nach den roten Karten gegen Al-Azawe und der gelb-roten gegen McMordy Hüter. Wir haben das eben gerade noch mal gesehen. Also ich bleibe dabei, beide Platzverweise vertretbar und aus Sicht des Schiedsrichters auch nachvollziehbar und dennoch beide ziemlich hart. Die Notbremse von Al-Azawe, die würde ich da noch eher gelten lassen, denn auch wenn der BFC-Verteidiger dort zum Ball ging, in die Luft geschaut hat, es war auf Höhe der 16-Meter-Linie, der Kontakt gegen Türpitz war unstrittig. Und Ben Meyer, der da zwar noch ungefähr auf gleicher Höhe stand, aber dennoch hätte dort Türpitz natürlich eine überragende Tormöglichkeit gehabt. Also die Notbremse hier sicherlich in gewisser Weise vertretbar. Bei dem kleinen Sprung auf den Zaun von McMordy Hüter, sage ich Ihnen ganz ehrlich, da hätte ich als Schiri dann doch eher weggeschaut. Er stand ja nicht auf dem Zaun, es war kein richtiges Raufsteigen, sondern ein kurzer Sprung, vielleicht so eine Sekunde, das dann sicherlich, wenn du schon einen BFC heruntergestellt hast, sicherlich eine sehr harte Entscheidung. Aber auch die dann unter dem Strich natürlich eben regelkonform. Im Moment, wenn wir eine Blitztabelle hätten, würden wir den BFC auf Platz 1 sehen. Unentschieden noch bei Meusewitz gegen Lok, aber da in Meusewitz erst immer noch pünktlich zu Mittag gegessen wird, fängt es da meistens ja eine halbe Stunde später an. Auch Lok Leipzig könnte heute
mit einem entsprechend hohen Sieg Tabellenführer werden. Babelsberg also mit 6 Punkten, ebenso wie Stand jetzt der BFC Dynamo. Susek, Sogiani, zwei, die letztes Jahr schon da waren, die noch auf der Bank sitzen, aber sich so langsam bereit machen. Hier haben wir Joey Breitfeld, den Blondschopf mit den Tattoos. Er ja im letzten Jahr Stammpersonal, auch in der vorletzten, in der Meistersaison des BFC. Einer der besten Vorlagengeber der Liga. Heiner Backhaus weiß natürlich hier, Schulterschluss mit Kapitän Chris Rea, der weiß natürlich, was das jetzt für eine schwere Aufgabe wird. Aber im Umkehrschluss, wenn du hier etwas mitnimmst mit 9 Mann beim Spitzenteam bei der VSG Altklinike, dann kann das natürlich für eine neu zusammengestellte Mannschaft auch so einen richtigen Kick geben. Daran kann so eine Mannschaft auch richtig wachsen. Wir werden es also erleben. Lino Kasten zurück im Tor. Johannes Manske, den haben wir Ihnen schon gezeigt. Wir werden gleich mal schauen, wer dafür draußen ist. Rotschen ist auf alle Fälle noch dabei. Türpitz sehen wir da auch. Also ein zusätzlicher Stürmer bei der VSG Altglienicke mit Johannes Manske, der jetzt also neben Anthony Rotschen stürmen wird. Till Judis stößt die zweite Halbzeit an für den BFC Dynamo. Die Gäste von links nach rechts in den weißen Trikots. Stockiger. Na, kann den Ball da nicht kontrollieren. Gestört von Jakob Engel. Pfiff im eigenen Stadion hier gegen die VSG aus dem BFC-Fanblock da drüben auf der Gegentribüne. Engel startet, Pass allerdings zu weit. Gibt Einwurf für die Gäste. Akaki Gogia da mit der 12, Ende der ersten Halbzeit eingewechselt. Den haben wir bisher noch nicht wirklich in Aktion gesehen. Die VSG Altklinike hat Ausbruch. Ja, Marino ist da gut zugedeckt auf der rechten Angriffsseite der VSG. So, und wenn ich das richtig überblicke, liebe Zuschauer, dann ist Rintaro Yajima raus, der Japaner aus dem defensiven Mittelfeld. Also klarer offensiver Wechsel von Carsten Heine hier zu Beginn der zweiten Halbzeit. Manske für Yajima, Johannes Manske wohlgemerkt. Sein Bruder Paul ist ja auch aus Meppen zurückgekommen, ist im Moment allerdings verletzt. Rotschen und Rea. Dedidis gut den Ball da behauptet. Aber Balleroberung Altklinike. Und jetzt muss schnell umgeschaltet werden. Engel hat da viel Platz auf der linken Seite. Gogia. Und nochmal Engel. Dirkner. Gergi. Der Schuss von Türpitz geblockt. Also es ist ja oft so, dass eine Mannschaft nach einem Platzverweis dann auch über sich hinaus wächst und
sich die Kräfteverhältnisse auf dem Rasen gar nicht so sehr verschieben. Aber mit zwei Mann weniger, das fällt dann natürlich schon deutlich ins Gewicht. Und da ist die Möglichkeit für Rotschin. Und da ist das Tor, das allerdings nicht zählt. Anthony Rotschin wäre der zweite Saisontreffer gewesen. Tor allerdings zählt nicht, offensichtlich ein Handspiel, das Henry Müller, der Schiedsrichter, dort geahndet hat. Schauen wir uns sicherlich gleich nochmal an. Konnte das von hier oben ehrlich gesagt nicht wirklich ausmachen. Rotschin offensichtlich da unten auf dem Rasen auch nicht. Da hat mir es am Bildrand, der linke Arm von Rotschin war draußen. Danke an die Regie. Das war dann doch noch, wenn auch am Bildrand zu erkennen, der linke Arm von Rotschin am Ball. Und damit korrekte Entscheidung vom Schiedsrichter, dieses Tor hier nicht anzuerkennen. Gab die gelbe Karte dann noch gegen die Bank, gegen Stefan Malchow, Mannschaftsbetreuer beim BFC Dynamo. Also die Karten, die sitzen heute locker beim Schiedsrichter aus der Lausitz. Dadaschow am Boden auf Höhe der Mittellinie. Na, Gugia und Dadaschow. Also das sind zwei Spieler, die dieser Liga ihren Stempel aufdrücken können bis heute. Bisher, Entschuldigung, in diesem Spiel. Dadaschow, der wirksamere, der effizientere. Gugia in seiner ersten Partie für die VSG, hat natürlich auch keine richtige Vorbereitung mitgemacht. War ja, nachdem sein Vertrag bei Dynamo Dresden nicht verlängert wurde, einige Wochen vereinslos. War ja unklar, ob es eventuell dann doch weitergeht für ihn bei Dynamo. Und nachdem klar war, dass das nicht der Fall ist, hat die VSG zugeschlagen und Gugia hier nach Berlin geholt. Ich erinnere noch mal an die Worte von Heiner Backhaus, an die philosophischen Worte. Wenn du in dieser Liga bestehen willst, dann musst du angreifen wie ein Aufstiegskandidat und verteidigen wie ein Abstiegskandidat. Und genau das wird jetzt gefragt sein. Einen wunderbaren Angriff haben sie gezeigt, die Männer von Heiner Backhaus, in der 37. Minute. Das 1:0 von Dadaschow. Überragend von ihm selber eingeleitet, von Stockinger dann mustergültig vorbereitet. Und jetzt müssen sie verteidigen wie ein Abstiegskandidat. Mit 9 Mann müssen sie sich der VSG Altklinike entgegenstemmen. Und so sieht das dann aus. Verteidigen wie ein Abstiegskandidat. Eder knallt den Ball da einfach mal hinten raus. Das ist gar kein schlechtes Mittel. Den Ball einfach weit weg vom eigenen Tor halten. Und natürlich auch jetzt schon die Zeit im Blick haben. Dirkner, Gunte, Gugia und da ist er, Akaki Gugia, erstes Spiel für die VSG, erstes Tor. Und was habe ich Ihnen gesagt über die Spieler, die den Unterschied ausmachen können in dieser Liga? Er ist einer davon, Akaki Gugia. Welch ein Einstand im neuen Trikot. Eder hier mit dem Fehler, lässt den Ball prallen. Gugia sieht das, nutzt die Chance aus gut 16 Metern, zieht er ab. Und Leon Bethke, der Ex-Altkliniker, ohne Abwehrchance. Präziser Schuss ins lange Eck von Akaki Gugia, der Ausgleich früh in dieser zweiten Halbzeit. Und damit dürfte der Matchplan von Heiner Backhaus für den zweiten Durchgang auch schon über den Haufen geworfen sein. Akaki Gugia, 2022 noch Meister geworden in der Schweiz mit dem FC Zürich. Heute sein 346. Pflichtspiel übrigens. Und das war das 89. Tor von Akaki Gugia. Zudem hat er noch 39
vorbereitet. Also er hat eine ähnlich beeindruckende Bilanz wie Rufat Dadaschow auf der anderen Seite beim BFC Dynamo. Dirkner, Sie sehen, wie viel Platz die VSG dort hat im Mittelfeld. Logisch bei der numerischen Überlegenheit. Sergio, technischer Fehler von ihm. Das sieht man ja ganz, ganz selten von Tolgay Jerji. Alle Feldspieler jetzt in der Hälfte des BFC Dynamo. Manske. Ja, bringt den Ball da an Eder vorbei, aber Bethke ist da. Gerät da so ein bisschen mit Anthony Rotschen aneinander. Bethke ja übrigens ebenso wie Lino Kasten, der Torhüter auf der Gegenseite mit Wolfsburger Vergangenheit. Bethke geboren in Wolfsburg, beim VfL dort ausgebildet, später bei Eintracht Frankfurt. Und Lino Kasten, der Keeper der VSG, hat ebenfalls mal für die Wolfsburger gespielt. Sechsmal war er sogar im Bundesligakader beim VfL. Freistoß BFC. Hier nochmal Manske mit der Vorarbeit und dann Leon Bethke im Nachfassen. Ganz leichter Kontakt dann auch von Rotschen, aber nichts Schlimmes passiert. Da haben wir ihn, Leon Bethke. Darf sich offizieller deutscher Pokalsieger nennen mit Eintracht Frankfurt. Damals gegen den FC Bayern das Finale, aber Bethke ohne Einsatz in diesem Pokalwettbewerb. Alles spricht jetzt natürlich für die VSG. Altklinike, Rotschen und Bethke ist da. Na, der war schwer zu nehmen. Für Anthony Rotschen gut gedacht, Ballmitnahme da mit der Brust. Auch bei ihm wollen wir nicht vergessen, dass er einige Monate keine Wettkampfpraxis hatte, der Anthony Rotschen. Und dafür ist er schon wieder ziemlich gut dabei. Auch wenn sein Tor hier vorhin keine Anerkennung fand. Engel. Kauter und Gunte, die beiden Innenverteidiger. Die haben jetzt viel Zeit und Muße, sich in die Offensive einzuschalten. Sergi Gogia lässt durch. Auch das sah nicht schlecht aus. Dann allerdings das Foulspiel von Türpitz. Na, da kommt die Entschuldigung. Philipp Türpitz und Ben Meyer. Naja, war nicht so wild. Kleiner Bodycheck und hier nochmal die Aktion davor. Der gechippte Pass auf Rotschen, den er da versucht mit der Brust mitzunehmen. Aber Bethke ist zur Stelle. Nächster Wechsel bei der VSG Altklinike. Neuer Mann mit der Nummer 30, Luis Wagner. Da haben wir ihn groß im Bild. Luca Marino, der Mann rechts in der Viererkette, ist für ihn aus dem Spiel. Da ist er zum ersten Mal am Ball. Luis Wagner, auch bei Lok Leipzig, wurde eingewechselt. Kam dafür Abu Alfa. Besetzt jetzt die Position rechts im Mittelfeld. Dirkner
Rotschen gut verteidigt im Strafraum. Davor der Schuss von Türpitz geblockt vom BFC Dynamo. Gut zu sehen jetzt hier in dieser Einstellung aus der Führungskamera, wie extrem tief der BFC Dynamo steht. Logisch mit zwei Mann in Unterzahl. Alle Spieler verteidigen so etwa 20, 25 Meter vor dem eigenen Tor. Stockinger, guter Zweikampf dagegen Engel. Na und offensive Entlastung bisher für den BFC in Halbzeit 2, komplette Fehlanzeige. Die Dynamos können da natürlich nur noch auf einen Lucky Punch, so einen Konter hoffen. Ansonsten wird da nicht allzu viel gehen. Pass für Gogia ein bisschen zu weit. Auch er mal in Wolfsburg aktiv. Akaki, Gogia, Hannover, Augsburg, Dresden, Union. Das waren seine Stationen. Und wie gesagt, der FC Zürich, mit dem er die Meisterschaft feiern konnte in der Schweiz. Gunte, wieder alle Feldspieler in der Hälfte des BFC. Gergi, Türpitz, Wagner, der neue Mann. Ja, alle helfen mit in der Defensive. Klarer Fall, auch Dadaschow. Die Didis wurde von Backhaus ja schon Mitte der ersten Halbzeit in die Defensive beordert. Dirkner. Gunte. Und Wagners Ball rutscht durch bis zu Leon Bethke. Kein Problem für den Torhüter. Dadaschow macht das clever, holt den Einwurf. Ja, mit Rufat Dadaschow hat der BFC natürlich einen nahezu perfekten sogenannten Zielspieler. Da kannst du dann, wie gerade Leon Bethke, den Ball einfach nach vorn bringen und Dadaschow macht dann schon irgendwas damit. Verlängert ihn per Kopf, nimmt ihn an oder lässt ihn abtropfen. So ähnlich hat der BFC das ja auch mit Christian Beck gespielt. Gogia. Guter öffnender Pass für Türpitz. Gergi ist mit dabei. Gergi im Strafraum. Und da war das Bein von Ben Meyer noch dazwischen. Er war nicht mehr dran. Die Flanke ist Gergi ein wenig verrutscht. Abstoß BFC. Aber Meyer war zur Stelle und hätte klären können. Engel. Ball war im Tor aus. Wieder Abschluss BFC Dynamo. In Meusewitz übrigens beginnt gerade die zweite Halbzeit. Der erste FC Lok führt dort mit 1:0.
Das heißt, im Moment nach dem Ausgleichstreffer hier, der SV Babelsberg und Lok Leipzig, beide Punkt und Tor gleich an der Tabellenspitze. Auch Hertha kann ja noch Tabellenführer werden. Das Spiel allerdings der Hertha Bubis, das wurde verlegt auf Ende August. Die starten also erst später in den zweiten Spieltag. Dadaschow gefoult, Freistoß BFC im Mittelfeld. Das wird jetzt hier sicherlich ein Abnutzungskampf werden. Alt-Klinike ist sicherlich reif genug, um hier auf die Chance zu warten. Aber möglicherweise hat der BFC ja auch noch in der Offensive etwas zuzulegen. Sie nähern sich jetzt hier nach einer guten Stunde zumindest dem Tor von Lino Kasten mal wieder an. Eder kompromisslos dagegen Manske. Und Dadaschow ist natürlich immer ein Unruheherd. Ja, mit offener Sohle da in den Zweikampf gegangen. Das gibt die gelbe Karte gegen Thiel Judis. Leonidas Thiel Judis, der Deutsch-Grieche, hatte natürlich den Ball gespielt. Sehen wir hier nochmal deutlich, aber das ist unerheblich, weil er mit der offenen Sohle in diesen Zweikampf geht und damit eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf nimmt. Da ist der Ballkontakt dann einfach nicht mehr erheblich. Die Entscheidung geht in Ordnung. Gelb gegen Thiel Judis. Und Backhaus bereitet den nächsten Wechsel vor. Erlen Zogjani, auch dessen Trikot haben wir da vorhin schon auf der Bank gesehen, wird in Kürze ins Spiel kommen. Ah, Gogia für Engel, guter Doppelpass. Ah, Gergi ist jetzt nicht zwingend ein Kopfballungeheuer. Stockinger hat da auf den Pfiff des Schiedsrichters gewartet, der kam allerdings nicht. Guter Mann, dieser Tobias Stockinger, den Backhaus da aus Bayreuth geholt hat. ...1296 Zuschauer, also ein paar weniger als wir erwartet hatten. Aber dennoch für VSG-Verhältnisse guter Besuch hier im Jahn-Sportpark. Vor allem natürlich, weil die BFC-Fans da drüben auf der Gegenseite so gut vertreten sind. Hier nochmal feine Studie, Tobias Stockinger mit dem Tunnel. Er ja ebenso wie Eder, der blonde Innenverteidiger, beide aus Bayreuth gekommen. Gogia und Manske stören sich da gegenseitig. Engel. Gogia. Gogia. Im letzten Moment Chris Rea zur Stelle. Rutscht da in den Pass von Gogia. Eckball VSG. Na, die Dynamo-Fans spüren jetzt natürlich auch, dass ihre Mannschaft hier Unterstützung braucht. Gergi auf Gogia. Und wer klärt dort hinten? Rufer Dadaschow. Vorbildlich, wie er arbeitet. Offensiv haben wir alles gesagt über seine Qualitäten, aber auch defensiv ist er dabei und hilft den Kollegen da hinten aus im eigenen 5-Meter-Raum. Sechste Ecke Alt-Klinike.
Tolcay Cerci. Der wird gefährlich! Und da ist das Tor. Führung für die VSG Altklinike, Anthony Rotschen. Sein erster Treffer wurde nicht anerkannt wegen eines Handspiels, aber jetzt ist er zur Stelle. Gute Ecke von Cerci. Mit viel Effet getreten. Ja, und dann unglücklich die Kopfballverlängerung und so frei darf Rotschen dann natürlich nicht im Zentrum stehen, auch wenn der BFC hier zwei Mann weniger auf dem Feld hat. Ben Meyer, unglücklich, die Kopfballverlängerung, da fehlen ihm einfach ein paar Zentimeter. Und dann schauen Sie mal, Rotschen hat sich da im Rücken von Eder weggeschlichen. Das war nicht gut verteidigt vom BFC Dynamo. Anthony Rotschen, zweites Spiel für die VSG Altklinike, zweiter Treffer für ihn. Bei Lok Leipzig das 1:0 gemacht, der Führungstreffer, und heute das 2:1, wieder die Führung für das Team von Carsten Heine. Unterdessen Doppelwechsel beim BFC Dynamo. Zogiani hatten wir schon gesehen, auch Usan ist gekommen. Und das war übrigens kein Doppelwechsel, sondern ein Dreifachwechsel, denn Susek ist der Dritte im Bunde, den Backhaus da reingeworfen hat. Also jetzt hier alles auf eine Karte. Vor allem natürlich Tugay Usan zu bemerken, der ja von der VSG Altklinike gekommen ist, ebenso wie Bethke. Engel hier am Boden, da haben wir Tugay Usan. Auch er mit beeindruckender Offensivbilanz, 151. Regionalligaspiel heute für ihn, 59 Tore dabei erzielt. Und jetzt braucht der BFC ein Tor. Verteidigen wie ein Abstiegskandidat, wie Backhaus sagte, reicht jetzt nicht mehr. Denn die VSG liegt in Führung. Rotschen, der rutscht wieder durch, Pfosten! Nächste Riesenmöglichkeit für Anthony Rotschen, hier den Sack schon zuzumachen. Denn da bin ich mir relativ sicher, wenn die VSG hier noch einmal treffen sollte, dann kann der BFC mit zwei Mann weniger sicherlich nicht mehr zurückkommen. So, solange es hier nur in Anführung 1:2 steht, ist sicherlich einiges möglich. Auch wenn es natürlich eine extrem schwere Aufgabe wird für die Dynamos. 20 Minuten knapp noch zu gehen hier im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Da hatten wir Zogiani zum ersten Mal in Aktion, der sich dagegen Engel aber nicht durchsetzen kann. Tiljudis, Usan und Zogiani da jetzt also im Sturm beim BFC Dynamo. Aber die VSG versucht natürlich, den BFC hier überhaupt gar nicht erst in die Offensive kommen zu lassen. Manske holt die nächste Ecke heraus für die Gastgeber. Das wäre hier natürlich dann nach der Niederlage bei Lok Leipzig eine Ansage der VSG Altklinike, aber aufgrund des Spielverlaufes muss das natürlich so ein bisschen relativiert werden. Hier nochmal der Ball von Rotschen abgefälscht, der da am Pfosten landet. Denn der BFC war hier bis zum Platzverweis von Al-Azawe die etwas bessere Mannschaft. Foulspiel von Dirkner. Gelbe Karte für Jonas Dirkner. Kam letztes Jahr von der U23 von Hertha BSC. Hat übrigens ein Bundesligaspiel mal bestritten für die Hertha. Hier haben wir das. Na, taktisches Foul, gelbe Karte geht in Ordnung. Besonders hart
war es nicht, das Foulspiel gegen Susek. Wurde von Pal Dardai damals einmal für Khedira eingewechselt gegen Hoffenheim. Foulspiel und Gelb aber gehen in Ordnung nach dieser Aktion hier von Jonas Dirkner gegen Patrick Susek, der sich da offensichtlich doch ein bisschen mehr wehgetan hat. Patrick Susek, auch der Neuzugang vom BAK gekommen. Carsten Heine links und Heiner Backhaus rechts, die beiden Trainer. Kurioses Spiel, das wir hier verfolgen dürfen im Jahn Sportpark. Und dadurch, dass der BFC hier über so lange Zeit erst mit einem Mann weniger, dann mit zwei Männern weniger agieren musste, sagt das natürlich nicht alles aus über das wahre Leistungsvermögen der Dynamos, die für mich, auch wenn sie hier heute verlieren sollten, nach wie vor ein echter Kandidat sind auf die Meisterschaft. Ebenso wie die VSG Altklinike. Denn wenn die erstmal so richtig ins Rollen kommen im Verlaufe der Saison, dann ist auch für die VSG einiges möglich in dieser Spielzeit. Am nächsten Wochenende pausiert ja die Liga. Da steht die erste DFB-Pokalrunde an. Beide Teams sind ja nicht dabei, denn der TuS Maccabi ist der Berliner Pokalsieger geworden. Bethke hat leichte Probleme. Wagner. Und jetzt geklärt von Thiel Judis. Und der Kopfball von Rotschen, kein Problem für Bethke. Also beide nicht im DFB-Pokal dabei. Der BFC Dynamo spielt in der zweiten Runde des Berliner Landespokals am Samstag gegen Hertha 06 Charlottenburg. Und die VSG Altklinike beim Regionalliga-Absteiger Lichtenberg 47. Gogia, Bethke zur Stelle. Aber das ist sicherlich das richtige Mittel der VSG, den Vorsprung hier nicht zu verwalten, auch wenn sie numerisch in der Überzahl sind, sondern weiterhin den Angriff zu suchen und hier möglicherweise dann auch den Sack irgendwann zuzumachen. Nach dem Pokalwochenende geht es dann in die englische Woche der Regionalliga Nordost. Altklinike muss zuerst nach Luckenwalde und dann am Sonntag kommen die Hertha-Bubis hier in den Jahn-Sportpark. Nächster guter Abschluss von Türpitz. Aber auch da ist Bethke zur Stelle. Und schauen wir dann auch auf den BFC Dynamo. In der englischen Woche geht es am Dienstag gegen Meuselwitz und dann am Samstag nach Eilenburg. Also das sind dann doch zwei lösbare Aufgaben. Das hätte man natürlich zu gern als Tabellenführer angegangen, aber dafür war dieses Spiel hier in seinem Verlauf dann eben einfach nicht geeignet. Rea gefoult, fordert eine gelbe Karte, die gibt es allerdings nicht von Henry Müller. Na, war ein leichter Schubser da von Manske. Muss man nicht zwingend gelb geben. Geht hier noch etwas beim BFC? Wir sind in der Schlussviertelstunde dieser Partie. Oder kann die VSG hier die Entscheidung herbeiführen? Mit Gogia. Gergi. Gut verteidigt da im Zentrum. Susek, der ist frisch, der hat noch Kraft. Überläuft Wagner da auf der linken Seite. Ja, und dann das Foulspiel und die nächste Karte in dieser Partie. Gelb gegen Luis Wagner. Hatte da eindeutige Schnelligkeitsnachteile
gegen Patrick Susek, auch wenn er da anzeigt, er hätte den Ball gespielt. Susek zieht da nach innen. Und da gibt es erst den Kontakt und dann spielt er den Ball, aber Foul und Gelb gehen in Ordnung. So, Schiri ist mal wieder draußen bei der Bank des BFC Dynamo. Gibt die nächste gelbe Karte, diesmal gegen Heiner Backhaus persönlich. Vorhin ja gegen den Mannschaftsbetreuer, jetzt gegen Heiner Backhaus, der winkt ab. Da bin ich, sage ich Ihnen jetzt schon mal, wirklich gespannt auf das Statement von Heiner Backhaus nachher. Toni wird sich dann natürlich gleich nach dem Spiel unten vom Spielfeldrand melden und Stimmen einfangen nach dieser doch besonderen Partie, die aber noch nicht zu Ende ist. 80. Minute, vielleicht ja über Standard beim BFC Dynamo, aber Altkliniker hat hier wenig Mühe, das zu verteidigen. Kontermöglichkeit Altkliniker. Türpitz. Ja, der lag nicht so schlecht, aber mit dem schwächeren Linken dann doch relativ deutlich über das Tor von Philipp Türpitz. Kam ja im Januar zur VSG. Philipp Türpitz. Letzte Saison mit Türk Gücü in der dritten Liga, die ja dann aber Insolvenz anmelden mussten. Gogia. Ungenauer Pass von Akaki Gogia. Rea. Na, Rea zuletzt am Ball. Einwurf für die VSG. Und jetzt haben die Gastgeber natürlich Zeit, aber so viel Zeit, den Einwurf richtig auszuführen, muss dann schon sein. Jakob Engel, falscher Einwurf. Hat man auch nicht alle Tage. Einiges, was man nicht alle Tage hat, haben wir heute hier gesehen in diesem Spiel. Heiner Backhaus hält es da kaum noch in seiner Coaching-Zone. Oh, und Bethke riskant, aber gekonnt gegen Manske. Na, Kasten steht da weit vor seinem Tor. Kann man mal versuchen. Warum nicht? Das wäre natürlich jetzt noch hier das i-Tüpfelchen gewesen, wenn Usan da aus fast 50 Metern das Tor gemacht hätte. Ja, auch der Trainer der VSG Altkliniken ist bei den BFC-Fans logischerweise nicht besonders beliebt, Carsten Heine. Ja, mit langer, langer Union-Vergangenheit auch als Spieler. Hopp, und Bethke muss aufpassen. Hat den Ball da im Nachfassen, Leon Bethke. Und der BFC dann doch noch einmal. Na, das sah gar nicht so schlecht aus. Susek war da gestartet, aber Gunte hat gut aufgepasst. Die VSG sollte sich jetzt nicht mehr in solche Schwierigkeiten bringen. Gogia. Ja, durchgesteckt auf Manske, der hat Probleme bei der Ballannahme. Johannes Manske. Nächste Chance vertan. Partie hier noch nicht entschieden. Hier noch einmal der Schuss. Der Bethke da durch die Finger rutscht, aber im Nachfassen hat er die Kugel dann sicher. Ben Meyer. Aber da ist keine Anspielstation mehr vorne, nur Tugay Usan.
Jetzt auch Zogjani. Aber ganz klar, die numerische Unterzahl der Dynamos, die macht sich hier dann jetzt dann schon deutlich bemerkbar. Altliniker hat wenig Probleme, das da weg zu verteidigen. Es wäre natürlich, liebe Zuschauer, hochinteressant gewesen, diese Partie hier mit 11 gegen 11 über 90 Minuten zu verfolgen. Bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgegangen wäre. Aber so war es eben nun mal nicht. Nach den beiden Platzverweisen hat die VSG das Spiel gedreht mit dem frühen 1:1 durch Gogia in seinem ersten Spiel kurz nach der Pause und dann dem 2:1 von Rotschen. Und auch wenn der BFC hier logischerweise immer noch die Möglichkeit hat, einen Punkt mitzunehmen, ich glaube da nicht wirklich dran, denn auch der Kräfteverschleiß auf dem nassen Rasen macht sich jetzt natürlich bemerkbar und Altlinike spielt das einfach gut. Wenn auch hier ein bisschen ungenau, aber dieses Powerplay, das sie da spielen, um den gegnerischen Strafraum herum, das ist taktisch natürlich genau die richtige Idee. Gibt den nächsten Wechsel bei den Gastgebern. Youssef Kashi kommt und Philipp Türpitz, der Routinier, geht hinunter. Youssef Kashim, 18 Jahre jung, ausgeliehen von der U19 des FC Bayern. Zwei Spiele in der UEFA Youth League bestritten, ein Tor erzielt, also so etwas wie die Champions League der Junioren. Erster Einsatz also für ihn im neuen Trikot in der Regionalliga Nordost, Gogia. Foulspiel von Susek. Na, Gogia holt den Freistoß, nimmt da wieder ein wenig Zeit von der Uhr. Susek scheint sich da beim Foul auch noch wehgetan zu haben. Na, Eder war es zunächst mit dem Kontakt und dann Susek, der da noch unglücklich ein wenig wegknickt. Gogia fällt ihm da so ein wenig aufs Bein. Aber Susek steht wieder. Da haben wir ein großes Bild. Patrick Susek, gebürtiger Ingolstädter, da auch ausgebildet beim FC Ingolstadt. Einmal in der Saison 16-17 stand er im Bundesligakader des FCI gegen Werder Bremen damals. Gunther und Kauter, die beiden Innenverteidiger, extrem viele Ballkontakte heute. Engel, der Mann links in der Viererkette, gutes Spiel von ihm. Oh, da ist er, der neue Mann, gerade eingewechselt, Youssef Kashi. Kopfball knapp vorbei am Tor von Bethke. Gibt es hier nochmal ein letztes Aufbäumen des BFC. 88 Minuten sind vorbei, aber das reicht dann einfach nicht mit dem neuen Mann. Kashi hat Platz dort auf der rechten Seite. Gegen El Abed.
Gergi. Hoppla, der war im Aus. Hat er sich ein bisschen verdribbelt, der Toljai Gergi. Abstoß BFC Dynamo. Tja, Bethke zeigt an. Geh mal da raus aus meinem Strafraum. Alles nach vorn. Was soll jetzt noch helfen? Außer lange, weite Bälle in die gegnerische Hälfte. Spielerisch kannst du das nicht mehr lösen in dieser Phase des Spiels. Bethke. Bethke. Eieiei. Weit aus dem Tor heraus und der Ball landet im Seitenhaus. Für Susek nicht mehr zu erreichen. Eder, der Innenverteidiger in der gegnerischen Hälfte. Ah, Missverständnis dort. Der Pass in den Rücken von Ben Meyer und deswegen landet er im Seitenaus. Die 90 Minuten sind jetzt abgelaufen. Wir lassen die Uhr da oben einfach weiterlaufen, liebe Zuschauer. Sie wissen das natürlich als Fans der Regionalliga Nordost. Nachspielzeit wird hier manchmal angezeigt, manchmal nicht. Schiri hat wohl 3 Minuten angezeigt mit seinen Fingern. Die leuchtende Anzeigetafel, die gibt es hier nicht im Jahn Sportpark. Also 3 Minuten verbleiben dem BFC. Diese drohende Niederlage hier doch noch abzuwenden. Aber sie konnten in der zweiten Halbzeit die VSG Altglienicke nicht wirklich unter Druck setzen. Keine offensive Entlastung, stattdessen hier möglicherweise eher doch noch das 3:1 für die Gastgeber. Manske war da gestartet, guter Pass von Gergi, aber Bethke aufmerksam raus aus dem Tor. Und wenn hier nicht ein kleines Wunder passiert für Heiner Backhaus, dann wird dieses Spiel hier mit einem Sieg der VSG Altglienicke enden, die dann also im zweiten Spiel ihre ersten Punkte einfahren wird in dieser Regionalliga-Saison. Ein Muster ohne Wert war es nicht, dieses Spiel. Es war schon einiges zu erkennen, aber durch die Situation, die wir mehrfach besprochen haben, eben auch kein wirklicher Maßstab, was die Leistungsstärke beider Mannschaften angeht. Kashi. Jawohl, ja! Und da ist es dann doch, das 3:1. Der junge Bursche, gerade eingewechselt, Youssef Kashi. Die Leihgabe vom FC Bayern, erstes Spiel, erstes Tor. Und er macht dann einfach den Deckel drauf. Hat es ihnen angekündigt, interessanter Mann. Und das hat er gut gemacht, hat er natürlich viel Platz auf der rechten Seite. Aber der Abschluss ist dann eben auch überlegt, trocken, flach in die linke Ecke geschoben. El Abed kommt dann nicht mehr hin und Youssef Kashi mit seinem ersten Tor im ersten Spiel, ebenso wie Akaki Gogia. Dazu noch Rotschen, der im zweiten Spiel zum zweiten Mal getroffen hat. Das sind die Torschützen für die VSG Altglienicke. Und das ist dann die sichere Niederlage für Heiner Backhaus und den BFC Dynamo. Manske will es da noch mal wissen. Und jetzt sollte Schiedsrichter Henry Müller dann auch ein Einsehen haben mit den armen Jungs in den weinroten Hosen. 8 sind es noch da unten auf dem Feld. Dazu der Torhüter in Grün und das ist der Schlusspfiff. 3:1 der Sieg für die VSG Altglienicke nach einem sehr, sehr besonderen Spiel hier im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Unmut natürlich da drüben auf der Gegenseite bei den Fans
des BFC Dynamo. Die beiden Platzverweise in der ersten Hälfte waren natürlich der Knackpunkt dieses Spiels. Das ist ganz klar. Die rote Karte gegen David Al-Azawe in der 26. Minute nach einer Notbremse gegen Türpitz. Und dann die gelb-rote Karte direkt nach dem 1:0 gegen McMordy Hüter. Er also dort in der Mitte, Henry Müller aus Cottbus, ein entscheidender Mann. Es sei nur noch mal, falls Sie später zugeschaltet haben, erwähnt. Meine Einschätzung, beide Platzverweise regelkonform und damit auch vertretbar, aber dennoch beide ziemlich hart, vor allem sicherlich die gelb-rote Karte gegen Hüter, der da beim Torjubel nach dem 1:0 eine Sekunde auf den Zaun gestiegen ist. Aber Carsten Heine und sein Team, das sei hier nochmal ausdrücklich erwähnt, haben dann eben die Zeichen der Zeit erkannt und die Chancen eben auch genutzt. Sind noch mit 0:1 in die Pause gegangen, sind dann aber sehr, sehr offensiv aus den Kabinen gekommen. Er hier, Anthony Rotschen, in der 49. mit einem Tor, das wegen Handspiels nicht anerkannt wurde. Dann Akaki Gogia, Ende der ersten Halbzeit eingewechselt mit dem Ausgleich in der 53. Minute. Und dann schließlich doch Anthony Rotschen mit seinem zweiten Saisontreffer. 2:1 in der 69. in der Nachspielzeit. Dann der junge Youssef Kashi mit dem 3:1. Da war das Spiel aber ohnehin schon so gut wie entschieden. Denn der BFC hat es hier trotz aller Bemühungen eben mit zwei Mann weniger nicht schaffen können, Altklinike ernsthaft unter Druck zu setzen. Da kam keine offensive Entlastung mehr. Da war Abwehrkampf angesagt. Aber nach dem 1:2 aus Sicht des BFC war die Sache dann im Prinzip auch durch. Dennoch müssen die Dynamos nicht die Köpfe hängen lassen. Denn das war wieder eine gute Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit bis zur roten Karte. Der BFC hier die bessere Mannschaft, ist ja dann auch sogar in Unterzahl in Führung gegangen durch Dadaschow. Tolles Tor, schulmäßiger Konter von Dadaschow eingeleitet, von Stockinger vorbereitet. Also auch mit einem Mann weniger konnte der BFC hier durchaus mithalten. Mit zwei Mann weniger war es dann einfach zu viel. So, Akaki Gogia sehe ich, steht da unten schon bereit bei Toni zum Interview. Bitte, meine Herren. Akaki Gogia, Traumeinstand für die VSG Altlinike, Tor gemacht und das Spiel gedreht. Ja, es war ein wichtiger Sieg. Ich glaube, mit zwei Mann mehr ist es nicht so einfach, die Jungs zu bespielen. Und ich glaube, am Ende haben wir verdient gewonnen, sag ich mal. Was hat der Trainer in der Pause mitgegeben? Ruhig, geduldig bleiben auch? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Geduld zu verlieren dann am Ende, weil je enger es wird und du ein Tor machen musst, wird es immer ekliger. Und ich glaube, das war wichtig, dass wir in der Halbzeit das nochmal angesprochen haben, dass wir ruhig bleiben, dass wir unsere Chancen bekommen, Räume bekommen. Die haben wir am Ende bekommen und am Ende noch 3:1 gewonnen. Wie war das Gefühl mit den neuen Teamkollegen? Sah schon ganz gut aus. Passt vom Spielstil ganz gut rein, ne? Ja, die Jungs sind super. Also ich bin froh, dass ich da bin. Ich versuche den Jungs zu helfen, die versuchen mir zu helfen. Wir spielen ganz guten Ball und noch trotzdem, das Spiel darf man jetzt nicht überbewerten, weil wir waren zwei Mann mehr am Ende und Sieg ist Sieg, das nehmen wir gerne mit, aber trotzdem ist nur der erste Schritt, um die nächsten noch zu machen. Wie haben Sie die kniffligen Situationen bei den roten Karten von draußen gesehen? Also ich glaube, dass bei Türpi war es ganz klar rot, weil er war der letzte Mann und trifft ihn halt an der Brust mit dem Fuß. Und die zweite rote Karte, das war eine gelb-rote, da habe ich nur gehört, dass der auf den Zaun gesprungen ist. Ja gut, wofür sind die Regeln da? Wenn er noch auf den Zaun springt, hat er ja selber Pech. Also ganz einfach. Schiedsrichter hat so entschieden, Akaki Gogia. Vielen Dank, alles Gute für die Zukunft. Soweit, also der Torschütze von der VSG Altlinike, Rotschen, hat ja das zweite gemacht und wir gehen weiter auf Stimmfang, dann auch vom BFC Dynamo. Ja, danke Toni und Heiner Backhaus, den sehen wir da schon im Mittelkreis. Also, Gogia hat es gerade noch mal eingeschätzt. Notbremse, klar, und auf den Zaun steigen auch klar. So weit, so gut, regelkonform haben wir auch so eingeschätzt. Dennoch, beide Entscheidungen sicherlich hart. Und Heiner Backhaus, ich bin sehr gespannt,
wenn er jetzt noch ein bisschen rechts einschlägt in Richtung Toni. Das macht er in dem Moment. Bin sehr gespannt, wie er das sehen wird. Er hat sich da offensichtlich doch noch mal umentschieden. Gibt es noch ein paar Shake Hands und jetzt ist er aber hoffentlich gleich auf dem Weg. Dazu sind die Regeln da, hat Akaki Gogia gesagt. Der BFC verpasst also den Sprung an die Tabellenspitze. Da steht im Moment Lok Leipzig. Und jetzt Heiner Backhaus bei Toni Mielke. Heiner Backhaus an meiner Seite. 1:3 Niederlage nach 1:0 Führung, nach einem wilden Spiel mit zwei Platzverweisen auf ihrer Seite. Wie ordnen Sie das jetzt so kurz nach Abpfiff ein? Als ich Trainer geworden bin, habe ich mir geschworen, niemals was über Leistungen von Menschen zu sagen, für die ich nicht Verantwortung trage. Insofern ein Witz. Trotzdem denke ich, haben wir noch mit Ehre und Leidenschaft gespielt, haben in Unterzahl die Führung erzielt. Und ich würde mal behaupten, wenn wir nicht nochmal dezimiert wurden und werden im Spiel, dann verlieren wir das Spiel nicht. Weil läuferisch können meine Jungs marschieren, hat man gesehen. Natürlich war die zweite gelb-rote Karte dann eigenverschulden, weil wenn ich dann beim Jubel auf dem Zaun bin, dann gibt es gelb, muss man die Emotionen kontrollieren. Aber McMordy Hüter hat noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt, insofern, also in dem Verein, wo er war. Und das muss er halt lernen. Das ist ein junger Spieler, muss jetzt eine Woche pausieren. Und eine Niederlage, die sehr wehtut, weil sie komplett auf einer anderen Instanz vermeidbar gewesen wäre. Akaki Gogia hat es auch gerade gesagt, dafür sind Regeln da, gerade bei Mordi Hüter. Beim ersten sagt er, er sieht es ganz klar als Notbremse und es muss rot geben. Wir haben die Szenen da, wir können mal draufschauen, auch auf das Foul von Alazawa, was glaube ich unstrittig ist, dass es ein Foul ist. Ich kann nur eins sagen, wer mich kennt, weiß, ich bin grundehrlich. Wenn der Schiedsrichter der Halbzeitpause zu mir kommt und sagt, wir haben es gerade noch mal gesehen, es war ein klarer Elfmeter für euch, wo Heide Alazawa dort im Strafraum runtergeht, dann potenziert sich mein Frust. Aber nochmal, Fußball ist ein Fehlerspiel und wer frei von Fehlern ist, der möge den ersten Stein schmeißen, bin ich nicht. Die zweite rote Karte hat uns das Genick gebrochen. Mit nur einem Mann weniger hätten wir das Spiel nicht verloren. Können wir trotzdem nochmal, liebe Regie, auf die Szene gucken bei Alazawa, wo er die rote Karte bekommt. Hier erstmal die Situation in der Mitte und dann schwenken wir rüber und ich gebe den Kommentar mal ab. Ja, trifft ihn. Vertretbar, muss man fair sein. Karte. Hätte man vorher dann schon anders verhindern können oder wie bewerten Sie den ganzen Spielzug in dem Sinne? Es ist ein Zweikampfspiel und den Zweikampf hat er verloren. Türpitz kreuzt, er ist zu langsam hinterher und trifft ihn, aber nochmal kein Vorwurf. Ich glaube, den Angriff hätte man schon viel früher im Keim ersticken können. Aber nochmal, wir gehen mit 1-0 Halbzeitführung in die Kabine und dass damit achtmal schwer wird, glaube ich, das brauche ich keinem erklären. Trotzdem bin ich stolz auf die 8, die da am Platz waren. Weil an Einsatzwillen, Leidenschaft, Sprintverhalten war das top. Und ich habe eine Fankurve gesehen, die total hinter der Mannschaft steht. Und wir werden uns das aufsparen für die nächsten Spiele, diese Wut. Was haben Sie der Mannschaft in der Kabine mitgegeben? Weil es gibt, glaube ich, fast keine schwerere Aufgabe in dieser Liga, als mit zwei Mann weniger gegen Atlenike zu spielen. Ich habe Ihnen genau das gesagt. Ich habe Ihnen gesagt, es ist eine geile Aufgabe. Wir können nichts mehr verlieren, weil mit zwei Mann in Unterzahl gegen eine Mannschaft, die individuell einfach auch top besetzt ist, glaube ich, wäre alles andere außer einer Niederlage wäre utopisch. Und dafür habe ich nicht so sehr viele Chancen gesehen, sondern es war ein Standard, den kann man vielleicht verhindern. Und es war ein Tor, wo wir am Ende alles aufmachen. Insofern bin ich jetzt maximal gefrustet, aber die Art und Weise, wie die Jungs Leidenschaft gezeigt haben, das ist dieser Verein. Und das sind die Werte, die wir hier Woche für Woche vertreten. Heiner Backhaus, vielen Dank und wir können ja Rufat Dadaschow auch gleich eigentlich reinholen. Alles Gute für die Zukunft, auch nach dieser Niederlage. Der Torschütze vom BFC Dynamo. Rufat, komm gerne auf meine rechte Seite. Glückwunsch zum Tor, aber natürlich das Spiel verloren. Wie ordnen Sie das jetzt ein? Boah, ich glaube, ich muss richtig ruhig bleiben hier, dass ich hier nicht zu viel jetzt sage, das was ich denke, weil am Ende werde ich dann auch noch gesperrt. Boah, es ist richtig schwer, das Spiel einzuschätzen. Ich glaube, wir haben wirklich dann alles gegeben, haben das gemacht, was ging. Und am Ende, glaube ich, dann halt, dann verlieren wir das Spiel. Aber ich glaube, da kann keiner böse sein hier heute. Ich will, dass wir als Mannschaft dieses Gefühl mitnehmen.
was alles gegen uns hier heute gelaufen ist und diesen Frust hier drinne haben und dann ab morgen ist das auch schon wieder vergessen und dann geht's weiter mit dem Pokalspiel und dann kommt Meuselwitz und ich will dieses Gefühl, dass wir dieses Gefühl einfach mitnehmen und dann richtig zurückschlagen. Wir haben eben die erste rote Karte schon ausgewertet mit dem Trainer, ist ein Foulspiel gewesen, dann sicherlich auch vertretbar, dass man als Notbremse das bewertet. Jetzt mal einen Stürmer gefragt, wenn wir den zweiten Platzverweis sehen, wir haben auch das Bild da, wie McMordy Hüther auf den Zaun geht, das ist nun mal die Regel und er war gelb vorverwandt. Trotzdem, Sie waren ja alle da am Zaun, was sagen Sie da als Stürmer, der dieses Gefühl mehr kennt als McMordy? Ich glaube, wir kriegen eine rote Karte, machen dann das 1-0 und wenn man sich dann auch nicht mehr freuen darf im Fußball, dass man dann mit einem Mann weniger noch ein 1-0 macht, dann tut es mir leid, dann brauche ich auch gar nicht mehr zu jubeln, dann habe ich auch keinen Bock mehr zu jubeln. Okay, also eine Regel, die Sie gerne abschaffen würden. Ja, also ja, du jubelst einfach nach einem 1-0, tut mir leid, also was willst du noch machen? Dann willst du jetzt ein Tor machen, dann läufst du zurück zur Mittellinie und das war's oder was? Also verstehe ich nicht, kann ich nicht verstehen. Meiner Meinung nach muss man auch vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl als Schiedsrichter haben. Ich glaube, wir waren alle da, dann musste ja jedem eine gelbe Karte geben, also wir waren alle am Zaun und ja, tut mir leid, verstehe ich nicht. Diese Regel verstehe ich nicht. Uwe Dadaschow, vielen Dank. Danke. Kopf hoch nach dieser 1-3 Niederlage. Alles Gute für die Zukunft. Soweit also der Torschütze vom BFC Dynamo und der nächste steht schon in der Warteschlange. Es geht Schlag auf Schlag. Carsten Heine, kommen Sie gerne auch auf meine rechte Seite. 3-1 Sieg nach 0-1 Rückstand, 2 Platzverweise. Fangen wir erstmal vielleicht damit an. Wie haben Sie die beiden Platzverweise gesehen? Was bei Mac passiert ist, weiß ich gar nicht. Er ist nach dem Tor vom BFC auf den Zaun hoch, war schon gelb verwarnt, hat in dem Sinne dann gelb-rot bekommen. Ja, da kann man jetzt höchstens diskutieren, ob diese Regel sinnvoll ist. Also ich finde sie jetzt nicht unbedingt sinnvoll, aber wenn das die Regel ist, dann ist es halt so. Und weiter möchte ich dazu auch nichts sagen. Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass ich so eine Spiele gar nicht mag. Und ich habe am liebsten, wenn beide Mannschaften 11 gegen 11 spielen. Aber wir haben uns auch lange schwer getan, ganz klar. Dass jeder, der mal auf dem Platz gestanden hat, der weiß, du kannst nur noch verlieren mit 2 Mann Unterzahl. Und da haben wir lange keine Lösung gefunden. Und am Ende, klar, haben wir das Ding gewonnen. Und das ist, was für uns heute zählt. Sind Sie stolz auf die Mannschaft oder sehr, sehr glücklich damit, wie Sie es dann im zweiten Durchgang gelöst haben, mit einer gewissen Geduld auch gegen diesen tiefstehenden BFC? Ich habe ja schon gesagt, ich brauche so eine Spiele nicht. Also wir waren draußen ganz schön angespannt, weil, wie gesagt, das sieht so einfach aus. Aber wir haben dann wirklich die Geduld gehabt. Aber was viel wichtiger war, dass wir nichts mehr zugelassen haben. Also denn jeder Standard, jeder Freistoß in der gegnerischen oder in unserer Hälfte ist an Gefahr im Verzug. Und das haben wir sehr gut gemacht, dass wir nichts mehr zugelassen haben. Und dann, klar, ist es natürlich am Ende vielleicht sogar eine Kraftfahre für den Gegner. Und deshalb sind wir froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Akaki Goge haben Sie schon vor der Pause gebracht. Er hat sich mit einem Tor belohnt. Ein Wort zu seinem Debüt bei der VSG. Ja, er ist noch nicht ganz 100%, das ist klar. Aber schöner geht es ja für ihn selber auch nicht. Und dass er gleich ein Tor gemacht hat. Er ist ein super Typ und jeder, der ihn lange kennt, und ich kenne ihn sehr lange, weiß, was er zu leisten in der Lage ist, wenn er bei 100% ist. Und da hoffen wir, dass wir ihn schnellstmöglich hinbekommen. Super Qualität im Abschluss da bewiesen, kann Ihrem Team sicherlich weiterhelfen. Carsten Heine, vielen Dank, dass Sie noch vorbeigeschaut haben. Alles Gute für die Zukunft. Schönen Restsonntag noch. Das geht natürlich auch an euch alle gerichtet, da vor den Bildschirmen zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem, ja, würde ich fast sagen, schon fast spektakulärsten Spiel der Saison am zweiten Spieltag. Also bis hierhin natürlich, da kommt natürlich noch einiges. Nächste Woche ist erstmal Pokalpause und dann sind wir ja schon wieder da mit einer englischen Woche. Dienstag, Mittwoch geht es dann weiter, auch hier live bei Ostsport TV. Natürlich. Also alles Gute für den Sonntag noch. Das war es hier aus dem Jahn Sportpark. Bis bald. Macht's gut.